Stream ist bei mir jetzt auch an. Welche Slot Machine? Von meinen Yu-Gi-Oh! Karten finde ich die Slot Machine nicht mehr. So. Falsches Spiel. Sag jetzt bloß, ich muss jetzt in meinen Kartenorden reingucken, damit ich die Nummer rausfinde. Das ist doch. Da ist sie. Was ist denn jetzt die Einstellung für Team öffnen? Das gibt's nicht. Es gibt nichts, um das eigene Team zu öffnen. Lauti ist online. Ja, ich bin auch online. Guck da mal alle. Wer denn alles? Ist doch keiner da wahrscheinlich. Ja, alle. Bei dir. So? Jetzt bist du schon, hä? Freddy, guck mal. So wie. Ja, Henny, hab ich das jetzt hier. Geh mir nicht auf den Sack. Doch. Alter, 15 verschiedene Meldungen. Mhm. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil in der Arbeit ist mir nämlich eine super gute Idee für einen Effekt für die Slotmaschine gekommen. Weil das Ding hat keinen Effekt. Den musste ich mir ganz schnell auf dem Handy aufschreiben, bevor ich ihn wieder vergesse. Ich weiß, warum es keine dedizierte Taste für Team gibt, weil es gibt nicht mal ein Overlay dafür. Nee, das stimmt, nur das einzelne Pokémon. Ja. Also brauchst du entweder Maus oder Touch. Soll ich eigentlich reinschreiben, wenn man eine Münze wirft, wirf eine zweiseitige Münze oder reicht Münze? Wie viele Seiten hat eine Münze? Münzen mit mehr als zwei Seiten? Das wollte ich eigentlich euch gerade fragen. Gibt es Münzen mit mehr als zwei Seiten? Ja, theoretisch haben eigentlich alle Münzen drei Seiten, aber gut. Nein, die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Ja, rein geometrisch betrachtet. Nein. Ich glaube, ich habe leichte Grafikfehler im Pokémon. So. Ja, leichte. Mal gucken, wie extrem wird das noch, wenn ich jetzt hier unten lang gehe. Ist nix. Aber es ist ein weiterer Tag vergangen. Wir können wieder gegen die Trainer kämpfen zum Leveln. Lasi? Ja? Darf ich mal einen Profi-Tipp geben? Hau raus. Man sieht deine Maus im Stream. Wahrscheinlich auch in deiner Aufnahme. Ist mir gestern schon aufgefallen. Das habe ich bei mir immer wieder rübergestielt, weil es gibt ja bei mir den Command Cursor. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir spielen das ja sowieso am PC, also. Nee, das ist natürlich der Game Boy. Ach ja, natürlich. Oh, auf dem Game Boy Advance mit Ethernet-Anschluss. Nee, auf dem Game Boy Color von damals natürlich. Spielen wir ein Game Boy Advance-Spiel. Na, erklär mal die Leuten, wie du Schwarz und Weiß MMO auf dem Game Boy Color spielst. Das geht ganz einfach. Man lötet sich einfach eine Netzwerkkarte rein. Sind die eigentlich schon online? Im Spiel? Ja. Ich hätte sogar schon recht. Also oben. Ich bin noch am Speichern von der Karte. Ah, da bist du. Okay. Das habe ich auch gefunden. So, ich habe Anton, aber kein Shiny. Verdammt. So, jetzt muss ich ganz kurz das Spiel noch starten. Pokémon Momo. Der DualSense Wireless Controller wurde angeschlossen. Das stimmt doch gar nicht. Der ist die ganze Zeit schon dran. Ups. Also Anton Level 14 schafft es, mein Kleinstein Level 19 One-Shot. Ich muss noch eure beiden Streams aufmachen. Wow, was ist das denn? Hallo, ich lese gerade. Der Google Stadia Controller nach dem Update zum Bluetooth-Modus funktioniert die Vibration nicht mehr. Geil, das ist ein tolles Update. Das ist sehr gut. Sinn? Hallo, VT. Hallo. Hallo, auch von mir. Hi. Servus, hallo. Hallo, ihr alle, bei Paddy. Wir machen wieder Dinge in Pokémon, habe ich gehört. Ich glaube auch, ich bin mir unsicher. Wir machen Unfug. Ich kann euch sagen, wo wir in 2,5 Stunden sind. Wir sind auf derselben Route und trainieren gegen dieselben Pokémon. Ja. Nein, ich muss gerne rechts gehen. Ich muss noch. Ich habe hier viel zu viel Input auf den Kopfhörern. Ah.
Also mir geht's über. Wie geht es dir? Wobei, naja, sagen wir so, mir geht es jetzt mittlerweile gut. Heute Morgen ging es mir richtig scheiße. Das ist nicht gut. Launetechnisch. Ach so, okay. Jetzt geht es aber körperlich ging es dir gut. Ja, ich habe zwischendurch Kopfschmerzen gehabt, aber ich glaube, ich habe zu wenig getrunken. Das Problem habe ich auch oft. Darum habe ich meinen alles geliebten Nightbot. Der erinnert mich immer dran. Der erinnert mich aber nicht an die Arbeit daran. Das Problem. Moment, das ist der Stream Element Spot, der mich erinnert. Der Nightbot macht ja gar nichts. Nightbot ist nutzlos. Warum sie wickelt sich? Yay! Nightbot. Das ist ein Taubum. Moment, ich muss Lasi recht geben. Der Puddybot ist viel besser. Der Nightbot gibt sich größte Mühe. Ja? Ja. Kennst du das doch damals aus der Schule? Hat sich immer bemüht? Hat sich bemüht. Das stand immer in meinem Zeugnis. Genau, das ist der Nightbot. Und das Stream Element Spot. Hat sich stets bemüht. Dann passt er perfekt zu mir. Ne? Blöde Frage, warum sind die Pokémon weiblich? Ja, also wir spielen Poké-MMO mit einem Mod, der nennt sich Lasi der Einsatz. Moimon! Genau. Und das heißt im Grunde, alle Pokémon sind ausgetauscht durch kleine Anime-Mädchen, die sich als Pokémon verkleiden. Nur bei mir nicht. Also bei Kuro, der ist uncool. Wenn ihr klassische Pokémon sehen wollt, müsst ihr bei mir einschalten. Das Hallo Xio. Das geht leider nicht anders. So, ich habe auch ein Trauma. Paddy, machst du mich vor? Ich habe auch ein Traumato. Ja, wir sehen bei dir das Langweilige, bei mir das Coole. Also passt auch. Ja, gut. Na, bei mir eher das Süße, bei dir das Langweilige. Hey. Bei mir sieht man die Klassiker. Ich möchte gerne schillerndes Anton haben. Ich auch, aber. Ich war gestern zu dumm. Soll ich dir deine Hoffnungen weiter kaputt machen? Wieder folgt, Joge. Ich habe gestern mal nachgeguckt, wie die Chance bei Poké-MMO auf ein Shiny-Pokémon steht. Wie viel Luck hatte ich gestern? 1 zu 30.000. Scheiße. Ich hatte gestern sehr viel Luck. Leider wurde es ausgeglichen durch dieses Pech mit den Pokébällen. Also Karma stimmt wieder plus minus auf null. Ja. Aber vielleicht haben die Modder aus dem Mod oder aus der Pokémon-Version hier hat extra so gemacht, dass wenn keine Pokébälle da sind, dass du höhere Chancen auf Shinies hast. Hatten wir ja gestern schon die Vermutung. Ja. Ich bin immer noch dafür. Das würde Kuros Glück erklären, weil er hat nie so viel Glück. Ich bin ein Lacker, vergiss das nicht. In Spielen bin ich ein Lacker. Anton wurde vergiftet von einem Magnetilo. Ja. Herzlich willkommen, das ist unser Lacker. Wie kann man von einem Magnetilo vergiftet werden? Frag nicht mich, du wurdest vergiftet, nicht wir. Der Blackie ist bei mir, juhu. Nö, ich möchte Kreideschrei nicht für Hypnose lernen. Warum denn nicht? Ein Kreideschrei ist. Kreideschrei ist doch die perfekte Attacke. Weißt du, wie ich mir Kreideschrei vorstelle? Wie so ein Pokémon, das mit der Kralle an der Tafel runterzieht. So stelle ich mir Kreideschrei vor. Keine Katze. Ich denke mal, dass von das der Kreide so. Halt wirklich auch der Klang daher kommt. Der Kling. Der Herr Kling. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Kuro-Mann. Hier kommt der Anton an. Wurde es nicht sogar im Anime dargestellt mit Onyx? Mit der Kreide an. Also mit. Das würde sogar Sinn machen, ne? Aber es würde Sinn machen, wenn sie es so gemacht hätten. Onyx holt einfach eine Tafel raus und kratzt mit seinen Steinen aus Kreide eventuell sogar an der Tafel runter. Das wäre lustig. Übrigens, wir hatten ja gestern mal darüber, oder die Tage mal darüber gesprochen, über den EP-Teiler. Ja. Sie. Es gibt im Geschenkshop unter Verschiedenes einen XP-Verstärker. Das ist der neue EP-Teiler. Kostet nur 10 Euro. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja.
Moment. Man kann keinen EP-Title mehr finden? Ich denke mal, den alten EP-Title kannst du noch finden. Achso, das ist dann nur der verbesserte EP-Title genau. quasi. So. Wo ist denn sonstiges? Eher sein Schrei klang wie dieser Kreidesound. Ah, das ist so quasi einfach soundeffekttechnisch so dargestellt wurde. Es wurde irgendwie erklärt, mit, dass er seine Steine aneinander reibt. Macht Sinn. Das klingt falsch. Außer verschieden ist da. Onyx reibt seine Steine. Aneinander. Gut. Du darfst es aneinander nicht vergessen. Das klingt falsch. Das macht es nicht besser. Chef, das ist aber nicht der EP-Teiler, ne? Nee, das heißt EP-Verstärker, weil der EP-Teiler, den gibt's ja. Ja, Moment. Das Ding hat aber... Also die Beschreibung ist ja schon anders. Ein Gegenstand, der EXP und EVs auf alle gesunden Pokémon verteilt. Ja, macht der EP-Teiler doch auch. Wenn dein Pokémon K.O. ist, kann es keine Erfahrungspunkte durch den EP-Teiler bekommen. Ja, aber Gift ist nicht gesund. Und Gift haben beim EP-Teiler auch mal gekriegt. Gift ist selten gesund. Das ist jetzt die Frage, wie das formuliert ist. Ich habe einen Abra eingeschläfert. Nice, gut. So, werden negiert, solange dieser Gegenstand tief ist. Ich werfe da jetzt gleich mal eine Pokéball drauf. Ist das ein einmaliger Gegenstand? Was liest sich so komisch? Dass man es immer wieder für 10 Euro kaufen muss? Das wäre gemein. Das wäre richtig gemein. Abra schläft tief und fest. Ich verstehe halt einfach so, dass das halt der EP-Teiler ist, den man jetzt aus XY von da an kennt. Aber 10 Euro finde ich trotzdem ein bisschen viel. Geht. Gut, wenn man sagt, wir wollen die mal unterstützen, dann... Ja. Also dafür, dass ich sie jetzt schon so oft spiele und so lange, wird sich das, glaube ich, super langsam mal lohnen. Abra ist jetzt verwirrt, schläft und ist im roten Bereich, wenn es jetzt nicht drin bleibt. Gut, dann das keine Ahnung. Oh, nice, Glückwunsch. Ich glaube, mehr Statuseffekte kann ich dem nicht geben. Aber bevor sich das irgendjemand kauft, finde ich, sollten wir das gemeinsam unter uns absprechen, weil das wäre irgendwie unfair den anderen gegenüber, oder? Ja. Also wir haben auf jeden Fall ein Kosmetikcode und zwar die pinken Ohren. Okay. Du kannst die auch kaufen, später mit meinem Geld. Pokédollar? Ja, mit Pokédollar. Dann hat Paddy einen unfairen Vorteil uns gegenüber. Er hat einen Skin. Er hat Ohren, er kann die Umwelt hören. Er kann genau. Auf einmal hören. Ich habe aber auch einen Nachteil, weil ich höre Kreideschreine wahrscheinlich schlimmer als ihr. Bestimmt. Aber deine Pokémon ja nicht, sondern nur du. Ja, aber ich bin dann mehr betroffen. Das juckt deine Pokémon ja nicht mehr. Ich glaube sogar, ich würde mir Flügel holen. Meine Pokémon. Hä? Die Flügel habe ich gestern gesehen, die fand ich nicht so schön. Sind das so Engelsflügel oder... Ja, gibt's doch mit Teufel und Schmetterling. Genau, Feenflügel. Streifenhörnchenschwanz. Weißer Katzenschwanz. Schwarzer Katzenschwanz. Umhang. Katzenschwanz wäre schon wieder lustig. Aber kostet alles 10 Euro. Ich möchte einen Zerschmetterling. Obwohl jetzt kriegst du saisonal auf dem Rücken einen Herzenrucksack. Ach, weil Valentinstag nur? Ja. Ist er morgen soweit, oder? Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen erst noch 4 Orden haben, damit wir überhaupt dieses Kosmetik-Kit freischalten. Lego spammt mich auf Twitter momentan zu mit, ja, kauf dir Lego-Sets für den Valentinstag. Hast du auch eine Glocke aktiviert? Nein. Was habe ich? Die Glocke aktiviert auf Twitter? Nein. Aber... Ja. Lego spammt mich halt trotzdem zu, weil Lego halt auf seinem Account übel viele Sachen für den Valentinstag postet. So. Ja. Morgen ist Valentinstag, sagt Blicky. Das merke ich mir aber eigentlich eher aus dem Grund, weil mein Onkel da Geburtstag hat. Das ist ein legitimer Grund. Das soll ich mir jetzt so glauben. Warum nicht? Ich weiß ja nicht. Bitte lass ihn Amor oder Valentin heißen. Das wäre dann schon wieder seltsam. Ich habe übrigens schon wieder ein Abra. Du und dein Abra. Aber du hast jetzt ein Abra gefangen, ne?
Ja, gerade eben habe ich eins gefangen. Das heißt, ich habe jetzt quasi eins für Blacky, eins für Lassie übrig, ne? Ja, soll ich das jetzt auch noch fangen, oder? Du kannst fangen. Kannst du halt auch ein paar Teamers holen. Okay, dann... Oh. Valentin hätte ich gefeiert, aber nee. Okay. Und nein, mein Onkel wurde nicht geköpft. Wegen heiliger Valentin und Kone. Gut. Din, 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 din. Ich mag ihre Geschichte von How I Met Your Mother mehr, wie der Valentinstag entstanden ist. Erzähl mal. Da gab es einen, oder was war das was anderes? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist es jetzt Valentinstag gewesen oder war das einfach ein Bro-Tag? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss es zuerst recherchieren, bevor ich euch irgendwas erzähle. Erzähl es uns, wir können es dir vielleicht so sagen. Nein. Wir haben drei kluge Chats, das kriegen wir bestimmt hin. Brolantin oder sowas. Es könnte sein, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall, das war irgendwas mit Bro auf jeden. Das habe ich auch noch im Kopf und ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, war es der Valentinstag oder war es ein anderer Spezialtag? Und es waren Verwandte, also ein Urahne von Barney. Thanksgiving? Nein. Verdammt, ich muss das jetzt, Moment, YouTube hat alles. Was andere Leute Google ist Kuros YouTube. Ja, da findet man sehr viel altes Zeug. Valentine's Day. So. Okay, ich merke gerade, Anidorina ist gegen Myrapla ein bisschen schwach. Obwohl knapp 10 Level Unterschied sind. Ah, 9. Gut. Desperation Day ist es. Der Verzweiflungstag. Der Verzweiflungstag ist, der ist heute. Weil, also der Tag auch ein Dienstag. Genau, weil da sind ja alle Frauen, die keinen haben, sehr verzweifelt, weil es ist ja morgen Valentinstag. Zitat mit dem Mother. Nicht von mir. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wie hat denn der Typ geheißen? Also, wie hat ihn Barney genannt? Ich versuche mich jetzt mal an der MS Anne. Mit meinem Myrapla. Ach, das. Mach dir erstmal einen Duflor da raus. Habe ich ja schon. Entschuldigung, ich meine Duflor. Gott, es gibt hier Kommentare, die 11 Jahre alt sind. Ich finde das schön. Ich finde das schön. So, und wie ein guter Trainer fange ich natürlich hinten an und mache alle Trainerplot. Ich kämpfe jetzt auch nochmal gegen die ganzen Trainer. Hauptsache Kohle. Rotus war es nicht. Stimmt, Kohle brauche ich auch noch mit. Rotus. Ach, schön. Ja, den gab's auch. Enterra. Dr. Quackers. Ja, Sigi. So. Ich habe ein Traumauto hier. Ich habe ein Traumauto noch. Ich habe noch kein Traumauto gefangen. Ist Enterra gar kein Wasser-Pokémon? Ja. Enterra? Doch, Wassergift. Pflanzenattacken sind nicht effektiv. Weil es Wasser ist. Pflanze gegen Wasser. Ja, wegen Gift wahrscheinlich, ne? Das kann sein. Ich bin mir jetzt unsicher gerade. Ich glaube, Pflanze gegen Gift ist uneffektiv. Also sehr uneffektiv. Normale. Und Wasser macht es dann wieder okay, quasi. Ich jetzt gesagt. Oh, ich hasse Stellung mit deinem Psycho-Bums, ne? Mann, warum schreibt ihr heute jeder auf WhatsApp? Meine Güte. Also, ich hab dir nicht auf WhatsApp geschrieben. Ich kann's nicht mal. Gott sei Dank nicht. Aber eine einzige Person spammt mich heute die ganze Zeit mit WhatsApp-Nachrichten zu. Stimmt, Blacky. Die hat heute Redebedarf. Nein. Der kann mich auch. Also, die können mich beide nicht auf WhatsApp anschreiben. Stimmt. Zumindest der eine nicht. Nee, beide.
Gut, ich weiß nicht, ob der 1987er Blacky irgendwie meine Nummer rauskriegen könnte. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise nicht. Sagen wir so, er ist Entwickler, er kriegt es bestimmt raus. Er hätte seine Quellen. Ja, Twitch. Nee, in Twitch habe ich meine Handynummer nicht angegeben. Hm? Ach stimmt, du hast ja keinen Botnamen. Twitter. Ja. Auch nicht. Steam. Über Telegram wird es bestimmt irgendwie gehen. Na gut, aber für Telegram brauchst du auch deine Nummer erst. Genau. Aber ihr beide habt ja Telegram von mir nicht. Also wird das ja nicht gehen, ne? Ich schau einfach, bei welchem Datenleck deine E-Mail-Adresse dabei ist und dann kriege ich schon bestimmt irgendwie deine Handynummer. Ja, das wird bestimmt aus. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich irgendwelche Leute auf Ideen gebracht. Bestimmt irgendwo im Deep Web kann man da nachgucken. Die unbedingt meine Nummer haben wollen. Ja. Ja, nur um dir nachts zu schreiben. Oder dich anzu. Hallo Kuro, bist du wach? Hä, wieso habe ich jetzt einen Taubsi draußen? Brauchst nicht mit Deep Web. Ja, die stinknormalen 0815 Hacker würden das wahrscheinlich schon irgendwie schaffen. Bei mir. Die 0815 Benutzer wird das schaffen bei dir. Einmal Google und fertig. Wie denn? Ja, so, also ich will nicht wissen, wie viele Datenlecks YouTube mittlerweile hatte. Genau wie PlayStation und Microsoft. Habe ich bei YouTube meine Handynummer angegeben oder meine? Ich glaube, da ist eine alte Handynummer noch drin. Meine neue ist da noch gar nicht drin. Hm. Solltest du vielleicht mal ändern? Eventuell. Oder ist das nicht relevant für YouTube? Für YouTube ist eigentlich null relevant. Also ich habe noch nie eine SMS von YouTube bekommen. Nee, wegen der Auszahlung. Ich weiß nicht, ob das bei YouTube relevant ist, als bei Twitch. Nee, das wird mir eigentlich direkt überwiesen. Okay. Also man könnte eher mein Bankkonto hacken, als dass man meine Handynummer bekommt. Ich glaube nicht. Ich hoffe es mal nicht, aber so vom Verhältnis her ist es so gesehen relevanter, dass man mein Bankkonto kriegt, als meine Handynummer. Es gibt ja den Hackern keine Ideen. Aber nicht dein Bankkonto. Hat die Kontonummer. Das sind so ja nichts. Aber die Nummer wäre relevant, also wäre eher zu bekommen als meine Handynummer, sagen wir es so. Witzigerweise. Einfach also nur, weil ich sie mir angegeben habe. Die Hacker können ja gerne deine Bankkontonummer kriegen, dann können sie dir was überweisen. Das wäre gut, ja. Da hätte ich nichts gegen. Ja. Kann man da eigentlich Spam kriegen? Also, wenn einem täglich einfach nur ein Cent überwiesen wird, zählt das als Spam? Ich meine, es ist Geld. Und wer kennt das Sprichwort nicht? Wer den Cent nicht ehrt, den ist der Euro nicht wert. Also. Ja. Aber mit 100 Cent hast du 1 Euro zusammen, also von daher. Aber zählt das eigentlich? Das zählt doch trotzdem als Spam, oder? Man wird als Spam, aber ich glaube nicht, dass die Bank da was gegen machen wird. Man wird mit Cent beworfen. So ungefähr. Da frisst. Das hat Kiwi doch mal bei Baume gemacht, oder? Mit den Bits. Immer wieder ein Bit. Nimm. Das habe ich auch bei Kiwi und Baume gemacht. Also, das ist nicht. Ich glaube, dass es Kiwi bei Baum immer gemacht hat. Und du hast es bestimmt bei Kiwi mal gemacht. Bei Baum weiß ich nicht mehr. Da war ich vielleicht nicht anwesend. Dass du, dass einige die Alerts ab einem Bit haben, was keinen Sinn macht, weil dann kriegst du nämlich solche Spammerei. Also ich habe es bei einem Bit, aber bei mir bittet ja niemand. Bei dir kann ich. Doch, kann ich. Nein. Ja. Du hast bei mir schon mal. Ja, aber du hast keine guten Emotes, hast du zu tun, wieder. Du wolltest also es damals unbedingt wegen dem Cute-Emote machen. Ja. Ja. Aber mehr Emotes hast du nicht, Bits, oder? Doch, ich hab, glaube ich, 3 Bit-Emotes reingebracht. Für 1000, für 2000 und für 5000. Gerade dann ripperst du noch. Ja. Ja, aber weiß ich nicht. Ich muss leider gestehen, ich finde die jetzt nicht so hübsch. Tut mir leid. Kann sein, dass es lacht. Ich habe da auch nur die reingepackt, die ich einfach nicht auf die anderen Slots mitpacken wollte. Dass das auch voll ist.
Kann sein, dass das Lastschriftverfahren eingezogen wird, wenn es eins ist. Wenn es keins ist, kann es temporär nach einer Weile gesperrt wird und du vorgeladen wirst bei deiner Bank zur Klärung. Passiert ja auch andersrum, wenn du eine nebulöse Angabe hast an Penispumpen 24, 100 Mal. Dass es als Geldwäsche gewertet wird eventuell. Ja. Weil es so ein kleiner Betrag ist und so oft kommt. Wie es PayPal mal gemacht hat bei Gronkh. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, Geldwäsche mit allem Sinn zu machen. Also ich gehe mal ganz kurz das Paket vor der Haustür abholen. Alles bis gleich. Bis gleich. Ach, Felino sieht ja knuffig aus. Einfach Spam. Einfach die Bank gesagt, wir werden gebottet. Dann musst du ja überlegen. Das ist für die im Prinzip immer wieder, die Transaktion kostet mehr als 1 Cent, ja? Das ist richtig. Aber ich glaube, das mehr Kosten für die ausgehende Bank als für die eingehende Bank. Das ist, glaube ich, für beide genau gleich teuer, oder? Weil das ist da Verwaltungskosten und da Verwaltungskosten, einmal ausgehend und einmal eingehend. Also wenn die Banken schlau sind, haben sie das automatisiert und sind gar keine Verwaltungskosten. Sie haben trotzdem Serverkosten, ne? Die haben sie auch ohne Überweisung. Doch. Nee. Also bei Überweisung hätten sie dann mehr. Ne? Wenn es kein Echtzeit ist, ist es gleich teuer. Wenn es das batchweise in der Nacht durchgerollt wird, weil das batchweise in der Nacht durchgerollt wird. Ah, okay. Oh. Okay, gut. Ich bin nicht im Bankwesen so gut drin. Dann hast von dir halt 100 Tasks mehr. Also da ist es dann wurscht quasi. Wenn es keine Echtzeit ist. Also müsste man Echtzeit immer wieder 1 Cent überweisen, damit man die Bank richtig fickt. Ja. Ja, gut. Deswegen ist es ja problematisch mit PayPal, weil da ist es Echtzeit. Stimmt. In meiner alten Firma hatte ich Kontakt mit Banken zwecks Geldwäsche. Ah, okay. Da haben wir schon wieder Insider-Informationen. Ja, er macht Geldwäsche. Oder er wurde zu Rate gezogen wegen Leuten, die Geldwäsche betrieben haben. Ich finde meine Argumentation besser. Okay. Ich finde aber immer noch, dass bei diesem Spiel fehlt, möchten sie nach dem Kampf das Pokémon wechseln. Ja. Die andere Sache anstelle Carrier Handling war bei uns Embargo von Transaktionen und Überwachungen von VIPs und deren Anhangsel, also Präsidenten und so. Aha. Überwachung von VIPs. Nice. Also von Deko. Ja. Ich bin keine very important Person. Ich bin ein. Stimmt, irgendwo VIP. Ich bin ein VIK. Völlig inkompetenter Kuro. Boah. Oder Erpressung, weil darüber ja Geldwäsche gern geschieht. Oder Erpressung. Ah. Bin wieder da. Willkommen zurück. Aber der schien es echt eilig zu haben, wenn er das Paket einfach nur unten draußen vor die Haustür legt, ohne mal kurz auf die Klingel zu drücken. Das machen sie doch immer, oder? Bei mir normalerweise eigentlich nicht. Also normal klingeln sie, aber... Der sollte ja schon um 17 Uhr hier ankommen. Ja, dann hat er es bestimmt eilig, weil er dann ja über seine Zeit ist. Denk er weiß, vielleicht liegt es schon seit 17 Uhr, oder? Kann sein. Obwohl, gegen 17 Uhr kam ich gerade zu Hause an. Ja, vielleicht kurz nach 17 Uhr. War schon cool, irgendwie konntest du in dem Interface einfach Personen nachschauen, ob sie ein Embargo oder so hatten. Damals auch Bin Laden auch. So lange ist es schon her? Fuck. Ich gehe schon lange im Geschäft, ich sehe. War meine erste Firma. Ah, okay. Geldwäsche. Er hat Geldwäsche mit Bin Laden gemacht, genau. Würde einiges erklären, oder? In seiner ersten Firma. Hauptsächlich. Ja, klar. Und wie läuft dein Versuch gegen Gary? Wieso Gary? Ich mache jetzt mit einem anderen Trainer platt. Achso, ich dachte, du wolltest gegen Gary kämpfen. Moment. Nein, ich clear die MS Anne. Ich nicht. Ich cleare gerade das Taubsi vor mir.
Du clearst das ganze Gras für ein Shiny Enter. Ja, das auch. Ich habe übrigens eben mal nachgeguckt, wie das aussieht mit den legendären Pokémon. Reshiram, Zekrom und Mewtwo und so. Ja. Sie. Du kannst die fangen. Mewtwo und Rayquaza verlassen deine Party nach 5 Minuten, wenn du kein PvP mehr machst. Was? Reshiram und Zekrom verlassen deine Party auch nach den Storykämpfen. Wieso? Keine Ahnung. Also Victini ist nicht verfügbar. Aber ihr werdet komplett raus, oder gehen die einfach dann nur aus dem Team und in die Box rein? Die gehen komplett raus. Die sind dann wieder als wilde Pokémon. Kann ich die dann in meiner Box lagern? Du kannst sie nur in den Kämpfen benutzen. Die Storykämpfe. Danach sind sie weg. Aber wie mies ist das denn? Das ist wirklich mies. Wohin ist denn das Geld, Paddy? Das ist das Geld von Bin Laden. Das Geld von Bin Laden, wo ist denn das hin? Was sieht er? Ich muss mit seinem Blackie fragen. Er hat mit ihm Gabbage gemacht, nicht ich. So. Bei welchem Level bist du eigentlich gerade, Paddy? Also bei deinem Pokémon? Mein stärkstes ist mein Duflor mit 25. Okay, mein Inton ist gerade Level 22. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal gegen Mr. Green. Mr. Gary. Mein Vulcano ist gerade mal 21. Achso, mein schwächstes ist übrigens 19, glaube ich. Lesen üben wir nochmal, Kuro. Ja, ich kann halt nicht gut lesen. Ich habe das vom Baum gelernt. Oh nein, ich verbessere mich 18, mein Torbuke. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo muss ich da jetzt lang? Rein, links die Treppe hoch, dann runter, dann nach rechts. Moment, ich muss das Papierkörbe durchschauen. Habe ich das schon gemacht? Anscheinend habe ich das schon gemacht. Wie die MS Anne wird zur Titanic. Wenn ich drauf bin, vielleicht. Warte bitte erst, bis ich runter bin. Kuro. Ja, was denn? Wenn du reingehst, dann in die MS an der links, nicht rechts. Lass mich. Bin rein und dann links. Dann hoch. Links die Treppe hoch. Dann runter und dann nach rechts. Dann runter und rechts. Runter und dann rechts. Ha, da ist da, er. Da, wo das Protexo hinläuft. Ich hab's gefunden. Ganz allein. Jetzt hat er uns bei sich im Stream gemutet. Nee, das wäre zu gut gewesen. Ich bin halt überall reingelaufen. Irgendwo. So, Aquavelle. Anton ist paralysiert. Fuck. Welche ist meins? Meins. Sein Glutexo hat mein Enton paralysiert. Ja, läuft. Nicht schlecht. Sinelbeere hat der Typ eingesetzt. Ja, gut. Ich hab einen Supertrank, Gott sei Dank. Lustig, bei mir in der Küche sind ja keine Matrosen, sondern Diener. Also so, Was? Leute, die das Essen bringen und so. Achso, Butler. Genau. Und Anton ist paralysiert, das kann nicht angreifen. Zählt. Das ist ekelig. Ich hätte vielleicht Hypnose einsetzen sollen. Vielleicht. Ja, das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Weil Anton hat... Oh, ich bin krank. Was? Matrose Titus fragt, ob ich seekrank bin. Ja. Bist du? Moment, Matrose Titus? Wo ist Juna? Wer ist Juna? Juna? Titus? Final Fantasy 10? Ach,
Okay, gut. Echt cool jetzt, wirklich. Ja, ich bin kein Final Fantasy Pro. Community Combat UU Wettbewerb ist in die, was? Was? Ich habe gerade unten eine Nachricht mitbekommen, irgendein Wettbewerb läuft. Ja, einfach ignorieren. Nee, nicht ignorieren. Wir können ja teilnehmen und verlieren und vielleicht kriegen wir sogar Punkte. Einfach ignorieren. Ja, gut. Gut, ich gehe dann jetzt auch mal auf die... aufs Schiff, Schiffchen. Die MS Anna. Die MS Anna. So, Gott sei Dank, Robustheit. So, du warst schon 26. Bis welches Level gehorchen die uns jetzt? 32. Aber ein bisschen Zeit. So, Gary, zeig es mich. Ich glaube, du liegst, Gary. Gary? Hinton. Das zweite Gegner, ich, Gary, sogar vor dir. Ja. Er schickt Gary noch einen Kadabra in den Kampf. Nee. Darf, Bruder. Warum darf der Feuerzahn zuerst einsetzen? Mensch. Weil. Du wehrt die Attacke einfach ab. Das Kadabra meint Fukado einfach tweetet. Ja. Bibarak, du schaffst das. Du hast einen Bibarak? Ja. Mein halt. Warum? Weil wir ich nichts davon keinen. Wussten. Das ist Level 6. Ja und? Ich hab trotzdem keins. Dann kauf dir eins. Nein. Warum nicht? Ich will eins. Kauf dir es. Kauf es. Lasi? Ja? Ich kauf mir Dinge. Ich weiß, wie Relaxo aussieht. Kämpfst du gerade gegen Relaxo? Oder? Nein. Auf der MS Anders, einer, der zeigt dir ein Bild von Relaxo. Oh, cool. Schön. Das ist auch ein Moimon. Ich werde es bestimmt noch früh genug sehen. So, ich kaufe mir einen Paraheiler. Ja, Gary macht mich fertig. Schon wieder. Ich komme nicht mal gegen sein Kadabra an. Ich habe nicht mal sein Glutexo geschafft. Oh, sein Kadabra ist jetzt tot, aber das ist ziemlich schnell, sein Kadabra. Ja, ich habe ein Ticket, bitteschön. Ich will jetzt... Gary, weil... Also heißt, ihr müsst noch weiter trainieren, ja? Ja. Nein. Ich gehe... Also, wie es scheint. Irgendwann kriege ich den. Der ist wie ein Dark Souls-Boss. Irgendwann schaffe ich ihn. Ich muss nur sein Pattern lernen. Denk dran, also, wenn du ihn hier besiegst, ist sein Radikal danach tot. Sehr gut. Ich wünsche es ihm. Radikal? Ja. Im ersten Kampf gegen ihn hatte der einen Radfratz. Genau. Hier im Kampf hat er einen Radikal. Und danach nie wieder. Genau. Danach triffst dann du ihn aber in Lavandia wieder. Im Friedhof. Oh. Also lore-technisch ergibt das dann Sinn. Warum kann sein Glutexo nicht einpennen? Weil es hellwach ist. Hat Energy getrunken. Das wehrt Hypnose ab. Wie? Das geht? Glutexo kann es eigentlich. Das hat Schlafpuder und Hypnose abgewehrt. Nicht schlecht, das Viech. Ich weiß nicht, wie man eine Hypnose abwehrt oder ein Schlafpuder abwehrt, aber es ist in diesem. Er zieht die Augen und Ohren zu. Und Nase. Oder verbrennt es einfach. Zumindest das Puder. Denkst du, das gehört genervt? Sein ganzes Team gehört genervt. Er gehört genervt. Weil ich erinnere mich nicht daran, dass der so schwer war. Ich hab dir einfach die falschen Pokémon. Ich hab einen Enton. Ja und? Und
und ich brauche 3 Wasserattacken, um ihm da wirklich um das Glotexo zu legen. 3. Dann bist du ein Scheiß-Anton. Hast du ein Scheiß-Anton? Nein. Das hat nicht Schillernd. Das hat keinen Style. Bin kein Anton. Okay, ich glaube, ich renne jetzt zum Poké-Supermarkt und kaufe mir mal Dings. Wie heißt das? Katapult ist tatsächlich sehr, sehr schön. DMs. Kann ich schon TMs kaufen? Ja, hier kannst du TMs kaufen. Anziehung, Bodyguard, Brille, Doppelteam, bla bla bla. Aeroas? Kadabra wehrt auch in den Schlafpuder ab. Was ist denn das? Mein Tom Burger. Also was wie Einäscher, Nitroladung, Telekinese. Aber das war's eigentlich an geilen Attacken. Wie kann ein Pokémon so Schlafattacken abwehren? Augen zu und Nase zu. Hab ich doch gerade schon gesagt. Aber das ist jetzt schon das zweite. Ja. Die können sich halt alle ihre Augen und Nasen zuhalten. Das ist gemein. Schick ein Pummelhof hin und mach Gesang. Ohren konnte sich scheinbar nicht zuhalten. Ich hätte einen Plummelhof auf dem Bank. Plummelhof. Level 6 oder so? Ja. Aber es kann Gesang. Es wäre besser als das Webrak, was ich gerade dabei habe. Oh, mein Duper. Ich glaube, es ist zu langsam, als dass es was kann. Elektroball? Was meint ihr, kann ein Tauboga oder Taubos nach Aeroas lernen? Also mit Level? Gute Frage. Wir können halt schlecht den Poké-Wiki nachgucken, ne? Oder? Ja, es ist ja irgendwie falsch im Poké-Wiki. Ja. Vielleicht gibt es ein Poké-MMO-Wiki, wo du die Attacken nachgucken kannst. Das wahrscheinlich viel das zu viel Arbeit wäre. Das wäre praktisch, aber... Ja, Schwester Troy, ich komme schon wieder, wenn mich Gerät das nächste Mal legt. Mein Pummeluff ist Level 15. Einfach Vulkan hat mich beraubt. Ach, aber wieso? Sobald ich Schlaf, Puder oder Giftpuder einsetze, trifft das schon wieder nicht. Jetzt ist sein Bisaknoss ein einziges Mal Schlafpuder ein auf das erste Attack und es trifft sofort. Also geht's dir auch so wie mir? Ja! Und seine Pokémon wachen immer wieder direkt beim ersten Mal auf, sobald ich die angreife. Und meins schläft durch. Also ich gehe gleich dahin, wo mein... Bisaknoss, mein Duflo raus, klatsch alle weg, dann hat sich das Ding erledigt. Ich bin gespannt, wie es dir da geht. So, ich habe also, noch 2. Wenn du es schaffst, bin ich froh. Ich habe einen leichten Plan, wie ich das jetzt mache. Was ist dann die Rache dafür, dass ihr bei Missy so schnell durch wart und ich so lange gebraucht habe? So ja. Bei, nehme ich noch einen Vulpix mit? Jetzt zumindest ein bisschen besser als das Snubbull. Vom Level her zumindest. Obwohl das Snubbull hat eine Attacke, oder? Was? Hat Snubbull nicht seine ganzen bis 10 Attacke geteilt? Ja. Also von den Attacken her wäre Snubbull besser, weil das Vulpix könnte eine Ruckzuckkeeper, Schränkeschmied, Groll und Konfu-Strahl. Dann trägt ihr einfach dein Snubbull. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Mag einer von euch gleich mal was ausprobieren? Wenn du im Kampf einfach so das Pokémon wechselst, ob das funktioniert, ohne dass der Gegner am Zug ist, weil ich dachte gerade, ich komme mit Aussicht. Nein? Okay. Und mein Pummeluff kann kein Gesang. Wie war das denn, Pummeluff kann Gesang? Mein Pummeluff kann keinen Gesang. Es kann Entfessler, Verzehrer, Duplexhieb und Aussetzer. Ja, du hast noch gesagt, es kann Gesang. Ich dachte, jedes Pummeluff kann doch singen. Nein. Deins das ist nicht. Ich finde das gemein. Wann lernt denn Pummeluff Gesang normal? Keine Ahnung, ich weiß noch nie, Pummeluff was nicht gesungen hatte von vornherein. Ich versuche mich jetzt an Gary. Viel Erfolg. Ich bin auch gerade dran und es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus gerade. Ich habe 2 oder 3 von seinen Pokémon eingeschläfert.
Also bei dir hat's geklappt. Gerade ja. Ich bin ja noch nicht fertig mit dem Kampf. Hast du Schlafpuder oder Gesang benutzt? Schlafpuder. Okay. Er hat kein Gesang. Ich habe ihn nachgefragt. Na, natürlich ist das Radikal sofort wieder aufgewacht. Ich mache jetzt die Trainer. Und Schlafpuder trifft. Es trifft ein drittes Mal hintereinander. Nice. Jetzt setzt Psi-Strahl ein und der Wechsel bestimmt aus. Nein! Oha. Aber Radikal ist immer noch nicht tot. Sein Radikal liegt unter der Erde. So. Juhu. Ja! Ich habe es umgebracht! Da waren es noch drei, die du killen musst. Ein Smetbo ist, glaube ich, nicht schneller als ein Kadabra. Nein, natürlich nicht. Tschüss, Smetbo. Tschüss. Okay, Gentlemen geben sehr viel Geld, wie ich jetzt vorgehe. Also, Hilok ist schon mal tot. Nice. Wer ist tot? Hilok. Oh, nice. Der hatte bei mir noch gar nicht draußen gehabt. Ach doch, einmal kurz. Hallo, kleines Mädchen. Du hättest gerne Torte. Ich habe keine Torte. So. Da ist ein Knuddeluff. Nimm das mit anstelle von der Pummeluff. Ich kann bestimmt Gesang. Es hat Dinge gesehen. Kadabra. Dieser Blick. Dieser Blick. Lars, ich glaube, wir haben gerade den gleichen Kampf gehabt. Duflo gegen Kadabra? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich hatte gerade genau den gleichen. Der hat mein Duflo genau mit zwei Attacken umgebracht. Nice. Toll. Meinst du, ist auch tot? Sein Kadabra ist viel zu stark, Psi-Strahl. Yep. Und zu schnell. Aber es ist tot. Gut. Bitte hau dein Bisa-Knosp raus. Bitte Bisa-Knosp. Bitte Bisa-Knosp. Ja! Danke. Flammenwurf! Oh nein. Oh, Radikal hat rausgeholt bei mir. Ring es so. Jetzt habe ich nur noch Silock. Schiller gegen sein Bisa-Knosp, das wird nichts. Toll. Das Nassschweif hätte eine Stärke von 90, aber halt auch nur eine Genauigkeit von 90. Nehm jetzt mal. Der hat mich schon wieder K.O. gehauen. Irina. Ja, bei mir macht er gerade auch alle nach noch tot, also es ist schwierig. Da lag noch ein Item. Meine Reisen, die Welt habe ich unzählige Pokémon, bla bla bla. Ah, Radikal ist tot. Glückwunsch. Ja. Viel Glück gegen die anderen. Zwei Stück wohl noch. Tauboga und Kadabra. Sollte ja machbar sein. Und Tauburgas vergiftet es, jawohl. Ich überleg gerade, wenn ich mit einem Köder in die Dicta-Höhle gehe. Ob ich dann die starke. Die richtig stark. Genau, deshalb, dann kriege ich ja noch stärkere. Und wenn ich die fange und dann gegen Gary antrete. Ach, so willst du das machen? Ah. Okay. So spart man sich natürlich auch das Leveln, ne? Die TM-Überroller gefunden. Juhu. Wo war nochmal das Bett? Da ist das Bett. Ist ein Stückchen Torte? Nee, du bist nicht das Bett, du bist die Tortentusse. So, Tauburger ist auch weg. Fehlt nur noch Kadabra. Juhu. Wo ist denn die Torten? Wo ist denn das Bett? Da war doch gerade ein Bett. Zweiter von rechts. Zweite Frage, habe ich gesagt. Ja. So. Dankeschön. Einmal Supertrank.
War ich hier schon drin? Hallo? Da ist ein Geheimagent. Community Combat W. Und mein Glutexo hat Kadabra totgelegt. Jungs, ich bin durch. Was? Du hast ihn besiegt? Ja, sicher. Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Und ich habe nur 3 Pokémon verloren und meine Glutexus noch mit 5 KP da. Ich habe jetzt auch einen Relaxo gesehen. Viel Spaß jetzt noch an Bob vorbeizukommen. Hä, wieso an Bob? Arena? Nicht danach in die Arena? Ja, erstmal hole ich mir jetzt Zerschneider und mein Kadabra. Mein Antimos. Und welchen vor allem Sklaven nutzt du? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß, habe ich einen Zickzack gefangen? Das wäre natürlich jetzt passend. Hast du einen Radfatz? Ich hätte. Ja. Radfatz auch ein VM-Sklave? Nein, schon. Du bist ja Schneider auf jeden Fall. Und es kann Aquaknarre, vielleicht kannst du ja auch Surfer erlernen. Ich habe hier ein Hussiri. Hallo, Lasi. Hallo. Ach, hast mich doch gesehen. An Penny kann man sich nicht vorbeischleichen. Doch, du schon. Du bist immer total unauffällig. Ich kann alles. Und schon wieder ein Goldini. Immer diese Angler und ihre Fische. Hast du mittlerweile eine Angel? Nein, aber Angler und ihre Fische. Ich kämpfe gerade gegen die Trainer, um Anton ein bisschen zu leveln. Oder es wird noch richtig grindy, das Spiel. Ganz besonders die Top 4. Oh, das wird toll. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht so grindy in Erinnerung. Ich habe aber, glaube ich, ein gutes Team mittlerweile. Alpin. So. Nein, ich wollte den Pokéball. So. Habe ich einen Zickzack? Gentleman Tanko. Hutut, Menki, Mauzi, Provenza. Der Typ hat einen Pikachu. Der Typ hat immer noch einen Kadabra. Ich habe leider keinen Zickzack. Ist nicht gut. Darf ich bitte jetzt Schlafbruder einsetzen, ohne dass Kadabra mich one-hittet? Nein, darfst du nicht. Smetbus verwirrt. Och, komm schon. Aber Schlafbruder hat getroffen. Aber jetzt setze ich Silberhauch ein und er tauscht aus. 100 Pro. Ja, er schläft. Vor allem da, Zerschneider. Benutzen auf Radfratz. Reh mit Essen, aber kein Reh. Dann guten Appetit, Blackie. Guten Appetit, guten Hunger. Guten, bei was auch immer. Vor 15 Jahren hätte ich mit Links gewonnen. Okay, ich habe sein Kadabra gelegt. Mittlerweile kann man es tatsächlich sagen, vor 15 Jahren haben wir bereits gegen diesen Typen gewonnen. Ich habe ihn zuhört in der Diktarhöhle. Okay. Ich habe so einen Zuhört in der Diktarhöhle gesehen. Ich schon. Ich pack Zuhört da ja auch nicht. Okay, aber Zuhört? Das ist 15 Jahre her, ja. Das ist 15 Jahre her. Feuer. Länger 15 Jahre, oder? Rot, ja, auf jeden Fall. Rote Edition, definitiv. Ja. Feuerrot kann ich nicht sagen, wann es rausgekommen ist. Feuerrot habe ich nicht gespielt. Ich weiß, dass Hardgold Soul Silver dürfte 2011, 2010 rausgekommen sein. Oh nein, Diktri. Rubin war SP-Zeit, genau. Also dürfte es eigentlich so rum 2003 bis 2006 rum gewesen sein, oder? Diktri, lass mich einfach gehen. Nein. Oh, danke. Schlafbruder hat er diesmal nicht auf mich wirken können. Hallo, ihr Hallensäcke. Und Bisaknos brennt. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Nicht gut. Das ist gut. Achso, du hast angezündet. Er hat keinen Bisaknosp.
Ach, Gott sei Dank. Du warst der mit dem Bisa-Knosp. Ach ja, stimmt, da war was. Pokémon. Wieso kann die sich flüchten? Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Die haben doch irgendwas gecheatet da. Endlich. Ein Schutz oder sowas? Ja. Oh. Beutel, super Trank. Nee. Ich habe einen Schutz eingesetzt und es kommt ein Dick da. Welches Level? Wenn es stärker ist als du. Sollte eigentlich dann nicht kommen, wenn es gleich ist, oder? Naja, ein bisschen schwächer als mein Starter, aber trotzdem. Betrifft, glaube ich, das Pokémon, das als erste Stelle steht, ne? Der Schutz. Boah. Echt jetzt? Das war noch nie so. Auch. Das war schon immer so. Das Pokémon, das an erster Stelle steht, wenn das relativ schwach ist, ist es doof, Schutz einzusetzen. Lustig ist das denn? Ja. Aber war schon immer so. War leider schon immer so. Ja, Blackie bestätigt's. Also habe ich mich nicht verstanden. So. Pokéball. Flieg und Sieg. Das Pikachu mir gegenüber setzt gerade den Elektroball ein. Ich hab einen Dicker. Ja. War bei Nebulak im Geisterturm leider doof. Warum? Oh mein Gott, sein Bisaflor, sein Bisaknosp ist K.O. Weil Nebulak scheiß schnell. Okay. Das mit dem Schutz kann nicht funktionieren. Mein Nidorina ist genauso stark wie das Dickter, was ich hier gerade hab. Oh. Super. Okay. Dann würde ich an deiner Stelle mal dein Glutexo da hinsetzen, oder? Das habe ich gerade auf die Bank gelegt, weil ich Platz brauchte. Das ist schlecht. Das ist dann ungünstig. Mhm. Wir haben einen Superzahn gefunden. Brauche ich mal für euch einen Dickter? Ich habe gerade die Chance, alles zu fangen. Nee, danke, gerade nicht. Obwohl, später. Doch, doch. Später kann ich mal. Welche Pokémon wollen wir jetzt überhaupt tauschen? Ja. Ich glaube, Simsalabim, oder? Ich habe einen Dickter schon mal gefangen für euch. Geil. Dankeschön. Egal, wer es bekommt, trotzdem Dankeschön. Da war ich schon drin. Hallo, altes Haus. So, hast du die Safari-Zone? Ich bin noch nicht in Fuchsania City, du alter Mann. Abra gegen Pantymos, jawohl. Vielen Dank, gerne doch. Captain war kreidebleich. Kreideschrein gesetzt. Du musst nur noch gegen sein Radikal, dann bin ich fertig. Oh, hat aber auch gedauert, du. Ich bin dran. Ich bring's unter die Erde. Ich probier's nochmal gegen Gary. Es ist nur noch sein Radikal gegen meinen Shillock. Ratti, Shillock. 10 verschiedene Pokémon, Form 5. Jawohl. Ich habe Form 5. Jetzt setzt er als erstes sein Radikal ein. Die ganze Zeit hat er mit Gotexo gestartet und jetzt nicht. Ich hab gewinnert. Jawohl. Ich hab seine Radikal eingeschlafen. Für immer. 32 durch. Du, jetzt fehlst du nur noch. Jetzt hat er ausgewechselt. Ich weiß warum, Radikal. Ja, ich weiß warum. Alter Mann, bitte geben Sie mir Zerschneide. Das ist das letzte Mal. Meinen Endton habe ich jetzt gerade auch zum letzten Mal gesehen. Ich hätte gerade die Chance, vor dem Mondberg auszugehen. Sollte ich das machen? Zum Mondberg? Dieser Knosp fast gewone-shottet. Ich bin durch die Dickterhöhle gegangen. Kadabra ist eingeschlafen, sehr gut. Habt ihr eigentlich mal keine die Mülltonnen hier ansprechen? Habt ihr die Mülltonne von dem Schiffskapitän angesprochen? Damals ja, heute jetzt nicht. Manche Dinge macht man besser nicht. Ja. Weil er da reingekotzt hat. Reingekübelt. Ja.
Gut, Kadabra habe ich jetzt gewonshottet. So muss gut. Mit? Ja, mit Samenbomben. Samenbomben sind aber auch ekelhaft stark. Ja. Wachstum. Soll ich Wachstum lernen? Nö. So, und jetzt setzt er natürlich sein bescheuertes Glutexo ein. Ab Arena 4 kriegen wir, glaube ich, auf. Auf dem Hinweg habe ich gerade alle Diktas und Diktris über 20 gehabt. Jetzt habe ich Diktas unter 20. Das dritte Shot. Oder zweite. Das passiert jetzt gerade. Okay. Mein Pummelhof habe ich eigentlich jetzt nur, um mein dieser Knospen ein bisschen zu peppeln. Und ich habe das zweite Diktar. Also ihr kriegt beide ein. Jetzt habe ich Stuck auf. Ups. Oh. Ja, ich muss jetzt in dieser Knospen mit Schlafpuder gehen. Hilft nicht. Du, Flo und Mirapla, du bist mein Sklave. Dieser Knosp gegen Glutexo. Ja. Dieser Knosp wird zurückgeschreckt. Glutexo möchte Schlitzer lernen. Sehr schön. Glutexo kann das schon. Er meinte, ich hätte gerade das 24 gewonnen. Was ich gerne wissen würde, ob die TMs hier einmal nutzbar sind oder mehrfach. Probier's aus. Also damals waren sie auf jeden Fall noch mehrfach, ne? Nee, Moment. TMs sind immer einfach. OMs waren mehrfach. TMs waren immer einfach, stimmt. Ja. Sind einfach. Schade. Ich habe nämlich gerade mein Fukano-Schaufler beigebracht. Okay. Ja. Gut. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Aber es funktioniert. Oh nee, Raserei will ich nicht lernen. Gibt Stachel? Ich renne auch mal zurück nach Amuria City. Vergiftet. Es ist vergiftet. Ich würde ja sowieso also, noch nur das so eigentlich hin, weil Blitz. Ein Blitz? Ja, du kriegst das vor dem Blitz da vorne. Das ist ein VM? Ja. Keine VM. VM war Blitz war immer schon eine VM. Die wurde dann später nur zu einer TM umgedoktert. Oh lol. Ja, in den anderen Spielen hast du einen Blitz auch gar nicht mehr gebraucht, so, ne? Genau. Dann konntest du halt das nur noch als Statusänderungsattacke benutzen, quasi. Ja. Ich glaube Genauigkeit, oder? Genauigkeit wird gesenkt. Nein, macht es, glaube ich, am meisten Sinn da. Ja. Also ist Blitz eigentlich die unnützeste VM, die es gibt? Ja. Ja. Exakt. Ja. Und die zwingen einen damit rumzulaufen? Ja. Ja. Schön. So, Glutexo wird das Gift verletzt. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch mein Magnetilo. Du schaffst das schon. Nee. Ich wurde zerschlitzt. No. So unnütz ist es gar nicht. Blitz ist absolut unnütz. Zerschneider? Ja gut, Zerschneider brauchtest du, um Sträucher wegzumachen. Da hast du Blitz eigentlich weniger gebraucht, weil Blitz hast du eigentlich nur für eine oder zwei? Eine oder zwei Höhen? Einen Tunnel gebraucht in der roten Edition. Ein einziger Tunnel. Der nach Lavandia. Ansonsten brauchst du das nicht. Zerschneider macht wenig Schaden. Blitz macht gar keinen, ne? Und lohnt sich nicht. Ja. Habe den Detektor. Glückwunsch. Blitz hat wenigstens Genauigkeit gesenkt. Ah, ich könnte jetzt auch hier Abra gegen Phantimos tauschen. Okay. Möchtest du das? Nö, ich habe nämlich keinen Abra. Ich glaube, ich hätte noch eins übrig. Ich auch. Alles gut, nicht jetzt. Seid wahrscheinlich eh gerade zu weit weg. Hä, wieso? Kann man nicht über das Pokémon-Center tauschen? Der Schneider war halt einfach am dritten Orden nutzen. Lasi. Ja. Blitz ist in dem Gebäude.
Ich trainiere jetzt ein bisschen. Oh, danke. Manchmal trainiere ich jetzt in der Tiktahöhle? Der links. Ich trainiere jetzt in der Tiktahöhle. Jetzt kommen keine Tiktar. Nicht mal Zubat. Jetzt. Ich bin durch die halbe Hülle durch. Jetzt kommt erst ein Tiktar. Ich wünschte, man könnte hier Steuerkreuz auf Stick legen. Also beides gleichzeitig benutzen. Oh, das geht, glaube ich, nicht, ne? Nee, du kannst nur eins von beiden nutzen. Oh, fuck, wie sieht denn Dampfwalze hier aus bei Dicta? So, Dicta ist tot. Wieso habe ich eigentlich mal Tauboga gegen ein Magnetilo rausgeholt? Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das erste Diktat, das meine Aquavelle überlebt, kommt mit. Meinst du, das hilft dir? Bestimmt. Es kann alles besser sein als ein Pummeluff mit keinem Gesang. Was zum Fick ist los mit diesem Magnetilo? Das erste Zubat in der Diktat-Höhle. Das fast one-shottet mich mit Donner. Ja, okay, wenn ihr euch Sachen kauft, wie zum Beispiel Kappen oder irgendwas, danach habt ihr eine Dingsauswahl, eine Farbauswahl. Die Farbauswahl bleibt bestehen. Ah. Also gut wählen am besten. Ja. Das ist aber richtig doof, dass man das nur einmal wählen kann. Genau, ich hätte gedacht, weil halt immer so ein Farbwähler da dran stand, dass ihr dass man das immer wechseln könnt oder... Ja. Jedes Mal, wenn man neu kauft. Ja, du kannst wahrscheinlich neu kaufen für eine neue Farbe dann. Oder ist es dann für alle, die man zukünftig kauft, auch einmal gewählt? Das wäre richtig doof. Aber ich habe jetzt eine Kappe und einen Rucksack. Juhu. Teuer? 1200 für beides zusammen. Geht dann noch. Wir mussten nur nach Vertania City zurück. Ich bin durch die Diktahöhle durch. Komm ich doch gerade her. Bist du durch? Ja, hallo. 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 Ist aber selber auch. Hallo. Auch ein Pokémon blablabla Zerschneider anwenden. Jetzt gehe ich mal in Memoria City gucken. Ja. Accessoires. Ich hab keinen Abo in der Tasche. Warum haben die hier eigentlich keinen PC? Das wäre so gut. Ja, wäre echt gut. Aber du kannst ja nach Memoria City gehen und da einen PC nutzen. Kann er nicht? Oder Vertania City. Kann er nicht? Ich hab einen Zerschneider. Ah, stimmt. Ja, okay. Na? Ich darf jetzt die Diktahöhle wieder zurück. Ja, deswegen will ich mal nach der wäre erst zurück der Höhle gegangen. Ja, wäre ja auch sinnvoll. Ich bin ja eigentlich nur reingegangen, um ein bisschen zu trainieren. Blacky ist jetzt fertig mit Essen. Ich hoffe, es hat gemundet. Was ich sagen wollte, Blitz ist nutzlos, absolut. Aber nutzlos ist er halt nicht verglichen mit Zerschneider, in my opinion. Zerschneider macht immer einen Schaden. Langfristig aufs Spiel gesehen ist wahrscheinlich Blitz wegen Genauigkeitssenkungen. Ich bin jetzt einfach durch die Diktahöhle durchgelaufen, ohne dass mich ein einziges Pokémon angegriffen hat. Echt jetzt? Heil. Ja. Auf dem Hinweg haben sie mich quasi gelöchert. Ich musste auch nur ein oder zweimal gegen Pokémon antreten, dann war ich durch. Wow. The fuck? Ich will sogar hier drin trainieren. Ich will auf Pokémon treffen. Nö. Trainiere vielleicht rechts von der Diktahöhle. Ja, ich gehe jetzt ich gehe jetzt nochmal durch die Diktahöhle durch. Hole mir dieses Pantimos, einfach weil es geht. Was ist denn die bessere Fähigkeit bei Abre? Konzentrator oder Synchro? Ich weiß nicht, was macht. Ich auch nicht. Nicht. Aber von Name her hätte ich gesagt, Konzentrator müsste besser sein. Ich glaube, Synchro ist ja eigentlich nur, er übernimmt die gegnerische Fähigkeit.
Da muss ja dem, das kann schon hilfreich sein. Synchro war doch bei Garys Kadabra, oder? Das hat dafür gesorgt, dass ich den mit dem Statuseffekt versorgt habe. Also hab ich das auch bekommen. Synchro synchronisiert Statuswerte. Ah, okay. Gut. Also quasi Angriff, Verteidigungsgebiet und sowas, ne? Statuswerte ist doch paralysiert, schlafen. Und okay, dann ist es vielleicht cooler. Das heißt, wenn er dich paralysiert, bist du auch. Wenn ich jetzt theoretisch mit einem schlafenden Abra reingehe, dann würde es aufwachen, oder? Wenn ich es reinschaue. Ich glaube, das geht nur andersrum. Er setzt sich in Schlaf und ist selber im Schlafen. So wie ich es verstehe. Das weiß ich nicht genau, nein. Aber das andere, maybe schlafen. Nee. Also ich übernehme das, was mein Gegner hat. Nein. Also wenn mein Gegner jetzt Gift hat, zum Beispiel. Nein, dein Gegner übernimmt das, was dein Abra hat. Also wenn ich jetzt ein schlafendes Abra reinschicke, dann schläft das. Das müsste man testen, ob das auch funktioniert, wenn du reingehst. Aber wenn der dich auf jeden Fall vergiftet oder so, kriegt der den Effekt auch. Also es muss eine frische Statusänderung sein. Gehe ich mal stark von aus. Das ist hier nicht. Aber könnte sein, ja. Weil so gesehen, wenn es jetzt eine permanente Statusänderung ist, quasi ich schicke ein schlafendes Pokémon rein, dann wäre es cool. Anders ist es halt wieder, ja, situationsabhängig. Weil ich muss es gegen ein Magnetilo 21 kämpfen mit einem Radfahrzeug Level 6. Ich kann mir vorstellen, dass im Competitive sowas mit Gift Orb oder sowas safe gemacht wird. Würde ich mir auch vorstellen können, weil dann wirst du ja frisch vergiftet, wenn du dein Pokémon reinschickst und das Gegnerische dann auch. Automatisch. Und der Gegner kann sich ja nicht wehren, außer er hat der Gegenfähigkeit. Yay, ich bin tot. So, das ist nicht. Ich nehme jetzt einfach das Konzentrator, aber. Das verschenke ich jetzt einfach. Gegen das Bantimos. Fun Fact: Ratzpratz ist kein VM-Sklave. Der kann keinen Bits erlernen. Oh, hey, Paddy. Hallo, Kuro. Genau, und du hast keinen Turn verschwendet und einen Tick kriegst du safe. Genau. Einmal Schaden quasi für den Gegner. Von dem Gegner. Hallo, Lasi. Hallo. So, Dicta. Hallo. Dicta Level 15. Hallo? Vorhin kam zweimal Level 22. Was soll denn das? Ah. Und ich sollte vielleicht ganz kurz nochmal ins Pokémon Center und mich heilen. Normal an, Zacken, Mondstein, Nugget. Nee. Aber Lars, wie kann man denn hier Klamotten kaufen? Im Supermarkt, den linken Verkäufer. Du hast in sämtlichen Supermärkten jetzt zwei Verkäufer und der linke, der verkauft dir manchmal Klamotten oder mal. Hier, wer ist das? TMs. Aber der City macht nur TMs, ne? Beste Jin hatte keine guten VR-Skills. Zubat und Knofensa glaubt, Belecki. Zubat und Knofensa. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich hatte damals keine VR-Sklaven. Ich hatte immer viel zu viele Pokémon dabei, die VR halt verteilt eingesetzt haben. Ich habe das echt komplett falsch gemacht früher. Ja, eigentlich ist es komplett richtig. Du musst es nicht einen Slot für irgendeine VM-Sklaven belegen. Ich bin wieder komplett durch die Diktahöhle durchgekommen, ohne Angriff. Du cheatest. Normal. Also. Jetzt will ich sogar trainieren. Das Spiel lässt es nicht zu. Das ist voll gemein. Sag ja, du cheatest. Ja, anscheinend. So, du kriegst jetzt. Bra. Irgendwie ist jedes Pokémon schneller als meine. Ich hätte ganz gerne die Infos über Pantimos. Was kann denn das jetzt? Mimien heißt's und Level 15. Welche Attacken hast du?
Keine guten. Duplex-Hieb, Eisenabwehr, Konfusion und Psi-Welle. So, ja, keine guten. Was macht denn Lärm schon? Ist das besser? Immun gegen Lärmattacken. Ah, super. Der hat jetzt eigentlich, der hat nur ein Abra, ne? Gott sei Dank. Ja. Gut, lustig da. Komm auf mich zu. Obwohl, dass ich... Obwohl, dass ich Fukano Schaufler beigebracht habe, ist gar nicht mehr so schlecht für die Elektro-Arena. Nice. Glaub, das wie ist das eigentlich, wenn man nach Johto geht? Legt man da alle ab wie Ash damals? Ich glaube ja, das haben wir gestern besprochen, ne? Aber wir wissen es noch nicht. Genau, also irgendwas haben wir gelesen, aber probiert haben wir es halt noch nicht. Den brauchen wir jetzt im vierten Orden. Genau. Dann wird mal einmal die Dings gewechselt, oder? Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zurück. Nee, das können wir nicht. Erst nach dem vierten Orden der Region. Genau. Ja, das heißt, und wir müssen quasi also erst hier vier machen, dann rüber, dann da vier machen, dann kommen wir wieder zurück hierhin. Ja. Behalten das ist scheiße, oder? Behalten wir echt dann die vier Orden von der alten Region? Ich hoffe schon. Ja, die behalten wir. Okay, gut. Aber dann hätten wir eigentlich acht Orden, dann könnten wir in die Pokémon-Liga. Nein, das geht nicht. Hä? Können wir nicht gegen zwei aus Kanto und gegen zwei aus Johto andere? Ach, Moment, das sind doch eigentlich dieselben. Und welche ROM brauchst du da dann? Hardgold. Hardgold ist Silber. Genau. Und wir haben ja jetzt Feuerrot-Blattgrün drin, ne? Genau. Feuerrot-Blattgrün und Schwarz-Weiß. Genau. Ja, gut, Schwarz-Weiß ist ja Standard. Also die einzige ROM, die wir nicht zusätzlich brauchen, wenn wir dann quasi die Gegend wechseln, ist quasi die Schwarz-Weiß. Ja. Dann wechselt man also dann die ROM. Effektiv ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob man sie physisch wechseln muss. Ich glaube mal nicht. Du kannst sie vorher alle einlegen. Dann sind sie noch gespeichert. Und dann kannst du ja eigentlich softwaremäßig wechseln. Bisher habe ich noch kein Diktat gehabt, dass mein Anton überlebt hat. Schön. Ich gehe mir jetzt einen Diktat fangen für die Arena. Oder drei wolltest du mir noch einen zum Vertauschen? Können dir auch eins geben. Ich habe hier drei Diktat. Wenn du kurz wartest, ich bin rechts am Trainieren. Bei dem einen. Na hier. Ich laufe mal eben zu dir. Ich habe es nicht dabei, ne? Ach so, vielleicht können wir ja Pokémon aus den Boxen auswählen. Auslesen, ja. Also, wer das hier gemacht hat, der hat eigentlich gutes Wissen gehabt. Im Endeffekt, wenn du sowas machst, du darfst ja nicht die ROMs verteilen. Der hat ja nur ein Programm geschrieben, womit die ROMs ausgelesen werden. Das heißt, ja. Nintendo kann das ja nicht ausschalten. So gesehen nicht, ne? Komm, versuchen wir das mal. Pokémon, nein, du kannst wohl nur aus. Oh. Team. Gut, Pokémon Center. Digda hat jetzt einfach eine Aquawelle abgewehrt. Ach, läuft. Fuck. Doch jetzt noch voll gegen den Altmann fahren. Zweimal, wenn ich bitten darf. Ach, verdammt, jetzt hab ich gesetzt, ich Depp. Dann gebe ich dir mal. Snowball, wenn es okay ist? Habe ich schon, aber... Ich hab keines, welches du nicht hast. Effektiv habt ihr auch keine ROMs, wenn jemand fragt. Doch, ich habe schon ROMs. Und zwar habe ich jetzt gerade da ein Gameboy-Modul vor mir stehen und da steckt mein Spiel drin. Ja, dann. Beziehungsweise jeder hat eine Copy-Maschine zu Hause, genau. Dankeschön. Wow, nicht mal eine... Nicht mal eine Animation gibt's hier. Ach, das wäre so viel verlangt. Geht's dann nicht? Wieso? Ich muss mein Anton heilen. Die haben ja keine Bridge geschrieben. Ach so. Ich brauch's digital. Ich weiß es nicht, ob das nicht tauschen. Sollte theoretisch eigentlich schon gehen, oder nicht? Es
gibt doch diese Module, die man an USB-mäßig an PC steckt. Ja, weil zum Auslesen. Oh. Ich glaube, ich habe Posts gesehen, wo auch jemand darüber gespielt hat. Ja, du kannst die Emulatoren laufen lassen, ja. Hm? Daran weiß dein Programm nichts. Das Programm an sich weiß es nicht, wo die Daten herkommen. Nee, das stimmt. Dem ist es ja eigentlich auch wurscht. Das meine ich. Also Pokémon MMO geht, glaub nicht, es sei denn, sie haben es berücksichtigt. Ach so. Dass man da einen Modus drin hat, dass man quasi von physischen ROMs spielen kann. Versuch mal, den Arena da zu klatschen. So, die Trainer davor. Ja, ich bin gerade schon auf dem Weg dahin, aber dann habe ich gemerkt, dass ich Myrapla nicht mit habe. Das hat man zerschneidet. Oh, das ist schlecht. Sie kann weg. Ich finde kein Diktar mehr über Level 20. Ich verstehe das nicht. Du hast doch schon eins oder nicht? Nee, ich habe ja gesagt, ja, ich klatsche jetzt die Diktas und wenn eins überlebt, dann fange ich's. Oh, es hat doch keins überlebt. Bisher habe ich alle one-shottet. Das ist schlecht. Wow. Ja, Pikachu, ja, gegen den du kämpfst. Daher war meist der Weg in die Runde. Gerade mein Kleinstein kaputt gemacht fast. Kann es nur. Mit Ruckzuckhieb. Zuck, reißt. Ich überlevel gerade mein Enter ein bisschen, ne? Welches Level ist denn das? 26? Egal, das ist ein starkes Enton. Aber kein shiny Enton. Das nicht, nee. Bim, bim, bim. Oh, ey, was hat das eigentlich? Also dieses Spiel mit der Statuswendung ist echt kacke, ne? Egal, ob es verwirrt ist oder Paralyse, du bist immer am Arsch. Jo. Ja. Außer der Gegner ist es, dann ist er nicht am Ort. Ja, der hat immer Vorteil. Genau. Ich habe ein Diktar Level 21, das fange ich mir jetzt. Erstmal gucken, ob das überhaupt überlebt. Ja, ich benutze jetzt nicht Aquawelle. Ausnahmsweise. Ja. Damit das überleben kann. Ach, Feigling. Ja. Es ist ein Volltreffer gewesen. Gut, das aber lebt noch. Es lebt noch, gerade noch so. So ist das Gesetz. Auch wenn er einmal Sandwirbel einsetzt, du triffst nie wieder. So ist es. Du hast einmal eine minimale Genauigkeitssenkung. Du bist blind. Ja. Du hast einmal die Verteidigung gesenkt um einen Punkt. Ja, du bist so instant One-Hit mit allem. Yep. Selbst wenn es Tackle ist. Ist egal. Du hast keine Verteidigung mehr. Du wurdest um einen Punkt gesenkt. Du hast nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob das wirklich von dem Spiel so ist oder ob ich das einfach nur im Gefühl habe, dass es so extrem ist gerade. Selbst wenn es Platsche ist. Ich würde es hier tatsächlich nicht mal ausschließen, dass es dann modifiziert wurde. Zwei von drei Trainer in der Arena geschafft. Einfach nur, weil ich zu viele Leute... Was? Wie? Glückwunsch! Ich hatte aber einen zweiten dran gerade, leider. Hat ja irgendwie ein Effekt mit Barschwar, genau. Wenn einmal Platscher eingesetzt wurde, wechselt Barschwar, glaube ich, den Tümpel, ne? Hä? War das nicht so in Gen 4? Keine Ahnung, ich habe nie einen Barschwar gesehen. Ganz Leben noch nicht. Stellt euch das mal in echt vor. Sobald ein Pokémon Platscher einsetzt, wechseln die Fische den Tümpel. Es ist so. Nee, nicht Rubin, es ist Saphir. Saphir, sorry. Es ist Diamantperl. Überflutung. Überschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und enttypt damit in Wasser um.
Okay. Echt? Frech. Ja. Ich glaube zumindest, dass es Diamantperl war. Oh, pass auf. Schon auf. Mit den Tümpeln? Keine Ahnung. Ich glaube, dass es Diamantperl ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Pass auf den letzten Trainer oben vor dem Barrier in der Arena. Ach, kennst du aus Rubin und so. Dann kann es auch Rubin gewesen sein. Der kommt mit dem Pikachu auf Level 25. Der macht mich gerade fertig. Ich versuch mal. Psystrahl will Anton lernen. Ja, Kuro. Ja, endlich mal eine Attacke. Aquavelle ist so eine Attacke. Ja, Aquavelle ist meine Wasserattacke, aber ich habe jetzt Konfusion durch Psystrahl ersetzt. Wohl haben. Weil Psystrahl ist jetzt meine Psycho. Oh, ich hasse Paralyse. Wie klatsch um Donnerwelle? Ist übrigens gerade eingefallen, vereist ist bisher noch niemand von uns geworden und hat auch noch nichts, gell? Nee. Wir haben noch keine Eispokémon gesehen, oder? Ich glaube, die also kommen die nicht ganz erst bei der Siegesstraße oder so? Wann kommt denn die ersten Eis-Pokémon? Ab Arena also, 4, denn da kaufe ich mir ein Evoli. Auf bei Rot war Eis erst in der Top 4. Also, nee. Theoretisch gibt es ja Yugong, ne? Das ja, ist ja Eis. Aber ich bin mir nicht sicher. Und du musst das nicht auch schon. Arena ist die Straße, aber das gibt ja auch wild. Also, Jurok gibt es auch wild. Nach dem 5. oder 6. Arena-Leiter. Splash has no effect. Simply dripping animation and blah blah blah. Splash cannot be used when gravity is in effect. If the user has no other. Splash cannot be mastered. Schade. Platscher kann nicht gemeistert werden. Ich könnte jetzt Ding suchen hier. Abfall. Alles Abfall. Mal gucken, wer hat zuerst offen? Ich suche nämlich auch gerade gleichzeitig nach dem Hebel. Nein, das ist Schimmer drin am Weg. Abfall. Abfall. Hä? Hier ist ein Hebel versteckt. Okay. Einschluss wurde entriegelt. Plus Abfall wurde wieder ver. Ah. Abfall. Hebel. Okay, direkt anliegend war das, ne? Das heißt, ich habe jetzt einfach links da unten. Ja. Links. Jawohl, entriegelt. Ich auch, genau ich gerade. Ach, Mann. Ja, vor dir dran. So Mr. Bob. Jetzt geht's los. Wenn wir jetzt sterben, ne? Ist ja. Das wieder verriegelt oder bleibt das entriegelt? Ein Mini-Platz eingesetzt. Sehr gute Frage. Wie meinst du, Blick? Also, es wäre cool, wenn es entriegelt bleibt, aber ich bin mir nicht sicher. Elekid 25 im Unterlevel. Jo, er fängt auf jeden Fall mit einem Voltoball an. Die Bilder bei Seiten. Neben Elekid. In der Side-Series. Hm. Ich muss doch Kleinstein trainieren. Dann tu das. Ach, da unten. Voltoball setzt Finale ein. Tolle erste Attacke. Du bist ein Kriegsveteran und lässt deine Pokémon Selbstmord begehen. Du bist ein sehr toller Arenaleiter. Es tut mir leid. Boah, ey. Hast du gerade noch so ein Ding da draußen? Ja. So ein Ding, was ihm richtig schön in. Das sind Premium-Bilder vom Kampf, das stimmt. Nee, mein Fukano ist eigentlich sogar stärker. Unterhaltet euch über die Sprites. Bei mir über die Sprites, ja. Mhm. Okay. Aber bei ihm tickt aber jetzt effektivmäßig. Ja, Major Bob hat Pokémon ja auch gekillt. Self-Destruct passt da schon. Ah. Stimmt eigentlich, Major Bob war ja ein Kriegsveteran, ne? Genau, deshalb lässt er seine Pokémon einfach selbst nur begehen. Ja. Uns halt.
War Professor Eich nicht eigentlich auch im Krieg früher? Nein, der hat Pokémon studiert. Aber da gibt's doch auch eine Frage. Also Lars, ich habe eine Frage. Ja? Mhm. Ich habe bei mir gerade Reitschuh. Ja, ich auch. Das kommt mir verdächtig bekannt vor. Ich weiß sogar gerade nicht aus welchem Anime. Das ist paralysiert. Ja. Mit einer anderen Haarfarbe vielleicht. Weißt du denn welcher Anime? Nee. So. Warte mal, kann ja mal versuchen. Sagt die Google, sagt Google denn nichts, wenn man da. Ich habe noch nicht nachgesucht. Kamera draufhält. Die sagt mir jetzt auch nichts bei dir. Die. Oder? Ist das nicht Peronas Haarfrisur? Wer ist Perona? One Piece. Die Geistertusse. Nur halt dann mit normalen Zöpfen. Hm? Hatte die nicht normale Zöpfe? Nee, die hatte so Krümelzöpfe. Echt? One Piece? Also. Die meine ich aber nicht. Okay. Warum werden wir hier. Holt Super Sitzfinale ein. Was? Holt Super Sitzfinale ein. Oh, hat er bei dir jetzt auch. Ja. Oh, schöne Farben. So. Ich dachte gerade schon, hinter mir läuft ein Kleinstein hinterher, derweil ist das von dem, der über mir steht. Ich glaube, ich sollte nicht meinen Tauburger mitnehmen für den Arena-Kampf. Ist bei Elektro ein bisschen schwierig, ne? Mm. Ich nehme da meinen Nidoking mit. Oh, ich habe gerade ausgesehen meinen Shillock ohne nachzudenken in den Kampf geschickt. Ups. Ja, okay. Dein Shillock sollte vielleicht auch auf der Bank bleiben. Auch ein bisschen gefährlich. Ja, minimal. So. Mit Zableiter und Krone. So, ich nehme jetzt beim Droppler mit. Tu das. Ich meine, mein Shillock hat gerade sein Magnetilo umgebracht, also. Bis zu welchem Level gehorchen uns die Pokémon mit? 32. Gut. Aber ich gehe trotzdem mal mit meinem Kleinstein trainieren. Dann habe ich hier noch ein bisschen Luft bei Anton. Er hat ein 25er Elekid. Und sein Reitschuh lebt auch noch. Das finde ich nicht gut. Das Elekid war das erste, was er bei mir rausgeschmissen hat. Bei mir das letzte. Sei froh. Aber sein Reitschuh ist bei mir, glaube ich, sogar eingeschlafen. Also. Oh. Und sein Elekid ist jetzt auch eingeschlafen. Wow. Aber nur für einen Zug und dann. Boah, echt ein Smetbo. Smetbo. Ja, das bringt mir nicht viel, das Smetbo hier. Ja, natürlich. Elekid ist sofort wieder aufgewacht. Jedes Pokémon, das eingeschlafen ist, wacht nach einem Zug wieder auf. Tja, weiß Bescheid. Die mögen halt den Schlafpuder nicht. Dann kriegt er halt eine Stachelspur von mir. Ah, Moment. Also gegen Zubat und Boden und Boden-Pokémon habe ich momentan das perfekte Pokémon mit Anton. Aber das hilft ja nicht. Du musst gegen Wasser machen, ne? Gegen Feuer. Ja, mein Anton hat Aquawelle. Jupp, Bobble hat mich besiegt. Hat Anton auch gegen Glutexu überlebt? Ja, das ist eben der Grund, warum ich jetzt trainiere, ne? Oder gegen sein Kadabra? Das Kadabra war One-Shot mit Bisasknosp. Wow. Ich habe ein wildes Pantimos. Nice. Digda entwickelt sich auf Level 26. Okay. Möchte jemand Pantimos haben? Wenn es überlebt? Ich habe schon eins. Gerade? Ja, vielleicht. Wenn es überlebt, dann warum nicht? Was hat es für Attacken bisher eingesetzt? Duplex Sieb. Okay, hat sie erledigt, ist tot. Okay. Okay.
Aber den Teil trainieren wir auch nicht schlecht, ne? Ist jetzt auch gerade lustig. Das gegnerische Traumauto setzt Kopfnuss ein und ich seinen Kopfstoß. Ja, auch nicht schlecht. Wer hat den dickeren Kopf? Ich. Ach, Paralyse. Wie immer schön. Das Mauti schläft. Übrigens, Kuro. Ja. Bruder Blackie ist live. Dienstag? Ist ja immer Dienstags und Sonntags. Ach, okay. Dann nur. Aber er ist damit zurück aus seinem Urlaub. Ah, sehr gut. Was macht er denn heute? Keine Ahnung, ich hab's gerade noch auf Handy gesehen. Moment. Hey. Ich hab aus Versehen auf ein Knöpfchen gedrückt, weil mein Handy. Ja. Isa ist live, Lizzie ist live. Warum kriege ich keine Benachrichtigung, wenn Blackie live geht? Frech. Ah. Oh, ein Hopspross. Das möchte ich haben. Pokémon wechseln Elden auf. Elden spielt der. Was spielt der? Elden Ring. Ich hab's nicht verstanden. Elden Ring. Ah, Elden Ring. Was hat er gesagt? Elden Ring. What did he say? Elden Ring. Da muss ich ja eigentlich fast zugucken. Das ist ja eigentlich fast Frevel. What? Ja. Ich hab ein Hasbiro. Ich wollte schon sagen, Hasbiro. Ich mach Blackies Chat. Chat, genau. Chat, sein. Chatty's Black. Chatty's Black? Ruhig, Büro. Ich mach Blackies Stream jetzt auf dem Handy auf. Okay. Was? Stalker. Nein. Supporter. Stalker. Supporter. Support. Oder das. Meine Pokémon müssen bereit sein. Nee. Teenage Mike hat ein. Nee, doch, hat zwei Pokémon, ich dachte schon. Nidorino und Nidorina? Vermutlich Nidorina, ich war ich. Da war ich die Wächter gerade Camps. Ich sehe gerade nur Nidorino. Oder Nidoran weiblich. Das weiß ich noch nicht. Es ist ein. Ja, ich habe ein Level up. Es ist ein Nidoran männlich. Was war mein Nidoran männlich? Ja. Also Nidoran, Nidorino und Nidoran männlich. Warte, okay. Attacken haben Doppeltypen? Ja. Ach nee, Boden physisch. Oh, ich hab als physisch gerade. Ja, ja, okay. So, nein. Physisch wäre der Attackentyp, nee. Ja, nicht. Dachte ich. Nee, nee, aber sie haben physisch oder. Eine Kategorie. Oder? Das ist eine Kategorie. Ja. Kein Typ. Bin ich übrigens bei meinem Spiel auch. Am überlegen, ob ich da noch eine Fusionskategorie einführe. Dass wenn man die beiden Komponenten schon auf dem Spielbrett hat, dass man das dann leichter rufen kann. Und Quapsel. Klingt gut, wenn es aber nicht zu verwirrend ist. Ist es eigentlich nicht. Ich muss es nur in die Regeln schreiben. Verwirrend wird Regeln, die 20 Meter lang werden, oder wie? Und dann gibt es auch noch Kontakt und keinen Kontakt, ja. Okay, Quapsel kann Blizzard. Okay. Das ist gut, oder? Also, dass man weiß, dass Quapsel es kann. Ich hatte so ein bisschen zerlegt. Also fast. Oh. Hat ein bisschen Schaden gemacht. Dann ist es nicht gut.
Und Sepa kann auch Blizzard-Talent. Also mein Alpollo wollte ich jetzt sagen. Mein Anton ist jetzt Level 28. Ich glaube, ich probiere es jetzt nochmal. Willst du das nicht noch so lange trainieren, bis du einen Anton kriegst? Nein. Nicht mal 24 Stunden mehr, bis Tomb Raider Remastered rauskommt. Da freue ich mich schon drauf. Ich spiele es zwar selber nicht, aber ich möchte es ganz gerne gucken. Ich weiß nicht, wo ich es gucken soll. Oder Internet wieder. Wow. Cool wäre es ja, wenn Kiwi das einfach streamen wird. Da würde ich mich freuen. Ja. Das wäre toll. Aber ich glaube nicht, dass sie das merkt. Auch wenn sie in letzter Zeit sehr viel zockt. Ja, und? Zocken heißt nicht, dass jemand streamt. Ja, schon, aber sie hat die ganze Zeit vorher nicht so oft gezockt. Das ist eben das. Ach, schon wieder Magnetilo. Radigal. Scheißegal, Radigal. Radigal? Genau. Anton ist nur Wasser, ne? Fleisch? Ja, Radikal wird zurückgerufen. Ein Sand? Ein Level 18er Magnetilo schneller als mein Level 23er Kleinstein. Weil irgendwie alle Gegner-Pokémon schneller sind als einer selbst. Das ist kacke. Nee, meine Jurina ist schneller. Anton, komm zurück. Nachtnebel kann das Kadabra auch. Oh, ich habe ja Magneton. Sieht irgendwie strange aus. Na, Schlafpuder. Puder. Dogs. Wow, Blitzkanone. Samenbomben. Und jetzt kommt wahrscheinlich Glutexo, oder? Ja. Wie wär's, ein Team erstellen wir 15.000? Nicht Pokémon, wollte ich wechseln. Knapp 15.000. Ich schick jetzt Pantimos raus, um es zu opfern. Du Mörder. Damit ich nämlich meinem Anton einen Supertrank in den Popo schütten kann. Der Popo. Die Puppes. Genau. Ja. In der Puppe. Ein Zäpfchen bekommt er. Wow. So, Anton. Aquavelle. Anton ist paralysiert. Das ist es. So, Nidorino gegen Nidorino. Wer gewinnt? Nido. Texas hat eine Sinnebeere. Nidorino gewinnt. Wirklich? Ich dachte, Nidorino da gewinnt. Weil Styles Aquavelle. Na, bin ich nicht so sicher. Oh, so, Glutexo legt. Glutexo legt. Genau. Es legt Eier? Was legst du denn? Eier? Ja, vielleicht. Jetzt habe ich noch einen Tauboga als Gegner. Das wilde Sandan hat gerade meinen Dickter gekillt. Mhm. Mit Intensität. Danke, Sandan. Sandan ist richtig kacke. Ach, Tauboga wehrt die Attacke ab. Lass deine Hose in Ruhe! Wer, du? Nein, Tauboga soll die Windhose lassen. Wow. Und Tauboga wurde durch Aquavelle verwirrt. Sehr schön. Hat sich verwirren selbst zulässt. Hup. Der Lakakuro. Immer das gleiche mit dir, ne? Ja.
Ich will die ganze Zeit Select drücken, um ein Item einzusetzen. Warum? Weiß ich nicht. So, bei Game Boy hast du auch immer Select gedrückt, um Fahrrad zu öffnen. Ach so, ja. Ja, damals schon. Select? Ein Fahrrad auf Select. Nee, da habe ich jetzt meinen Beutel. Weil das mit XY wohl nicht funktioniert. Okay. So, und jetzt hat er noch einen Schlaf. Beutel noch auf Start. Auf Start habe ich... Don ist paralysiert. Artikel ist aufgewacht. Ich muss noch gucken, was ich gleich auf Start habe. Okay. Ich habe jetzt rechts alle Gegner besiegt. Upp. Nee, nicht wechseln. Beutel. Pack. Hier steht einer mit Psyana. Gut. So, weiter klein. Und ein Aquana ist hier auch. Läuft. Wir brauchen ganz viele Ebolis. Wie oft Anton jetzt einfach seinen Hyperzahn abgewehrt hat. Anton ist nice. Irgendwie schon. Obwohl es nicht shiny ist. Und Gary liegt. Ja, nice. Mhm. Dann setzen wir drei wieder gleich auf. Also ich habe einfach nur mein Anton-OP machen müssen. Dann geht das schon. Ja, warum nicht? Wenn's jetzt darfst du gleich das nächste Pokémon auf Level 28 bringen. Weil mit Anton kommst du in der Elektro-Arena nicht weit. Mhm. Ich habe aber Nidoking. Und ein Dick da. Level? Das Dick da muss ein bisschen leveln. Level 18. Und ja, leveln. 20. Leveln. Sein Raichu ist 25. Das krieg ich schon hin. Ja, ja. Anton macht es. Das arme Anton. Anton schafft nicht mehr da die Pokémon am Anfang. Ich frage mich aber gerade, wo die MS Anne jetzt abgelegt ist. Warum war da an der Seite so ein kleiner Schatten? Vielleicht wäre es Mew vom Schiff? Ich weiß es nicht, aber irgendwas ist da daneben hergeschwommen. Vielleicht war es am Mewtwo? Man weiß es nicht, man kann nur munkeln. Oder es war einfach ein Tentoxer. Oder so. So, jetzt brauche ich aber ein Pokémon, weil ich zerschneiden kann. C. Ah, auf der Starttaste habe ich das Hard ausblenden. Man kann das Hard ausblenden? Ja. Aber siehst du auch gar nichts mehr, hast auch keinen Namen. Das ist dann doof. Ja, ich auch und keine Textboxen mehr. Ich könnte eigentlich das Mautz hier als Zerschneider-Sklave nutzen, oder? Richtig? Kann man auch zerschneiden? Bestimmt. Ich hätte auch einen Fenser. Kno, Fenser. Ich hab's meinem Ratsfahrer zu geben. Das hätte ich auch noch hier. Ich nehme Ratsfahrer. Das ist. Ich will Kno, Fenser nehmen. Kno, Fenser kann Rankenhieb Wachstum. Ach, nehme ich das. Kann ich dem jetzt schon? Nee, ich muss das im Team haben, um ihn muss im Team haben, ja. Ist das ekelhaft. So, dann vor allem Zerschneider nutzen. Aber irgendwie bin ich ja echt gewillt, mir diesen neueren XP-Teile zu holen. Ja, ich überlege auch gerade, das ist nervig. Ich meine, das Viech kann auch noch andere vor allem lernen. Zumindest habe ich das im Engine 2 genutzt. Okay. Was habe ich denn überhaupt für TMs dabei? Aber ich glaube, das wollen die. Das wollen die, dass du dir erst kaufst. Schaufleiter. EP-Verteiler? Ja. EP-Verteiler oder Verstärker? Ja, gut möglich. Also, würdest du nicht ausschießen wollen? Ich glaube, früher habe ich auch einen Dick damals der Schneider beigebracht. Was? Ja, ganz früher mal. Aber Dieter. Ja. Und es konnte halt Schaufler, es konnte Zerschneider, es konnte viel. Armes Diktor.
Es ist schon witzig, mein Anton mit Level 29 ist jetzt mein stärkstes. Ja, wie bei mir im Bürgerpla. Und ich glaube, Magnetilo werfe ich jetzt dafür mal weg. Also nicht weg, sondern halt in die Box. Aus dem Team. Warum? Warum steht jetzt ganz oben links bei mir ausweglos? Ja, weil du nicht flüchten kannst? Doppelkampf. Nein. Mein Starter konnte damals zerschneiden, meine ich. Boah, das war so nervig. Wenn du einem Starter eine HM beigebracht hast und dann musst du erstmal den Attackendings bei finden, musst du dazu verlernen. Den Den gab es in Gen 1 gar nicht, ne? Nee. In Gen 1 warst du komplett am Arsch. Ich glaube in Gen 2 auch noch. Drei Fingersessern. In Hardgold Soul Silver gab es dann einen oben rechts in der Stadt. Nach dem Garados. Ja, aber in Gold Silver nicht. Mhm. Das ist wirklich bitter. Ja. Deswegen damals nicht gut überlegen, wem du das Ding gibst. Aber wir haben damals einfach so mitgelebt. Gell, Paddy? Genau. Wir waren gefrustet. Nein, dieser Floor hat halt Schneider. Und du hast es dreimal probiert, bevor du gecheckt hast, ja, das geht ja gar nicht, dass ich dem jetzt da Blitz und damit ich ihm Zerschneider verlernen kann, einen Blitz dafür beibringen oder so. Das geht ja gar nicht. Du hast jedes Mal versucht, Zerschneider bei Gegnern anzuwenden, um dann festzustellen, dass das scheiße ist. Ja. Ja. Jedes Mal. Vergiftet Gemeinheit. Vor allem, ich dachte früher, Zerschneider ist effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Würde ja Sinn machen, eigentlich. So gesehen. Scheiße Ballattacke. Es hat so viel Sinn gemacht, aber nö. Und wirkungslos gegen Nebulak, ne? Mhm, weil es eine normale Attacke ist, ne? Das gefällt mir jetzt gar nicht. 60 Schritte habe ich noch übrig. Mein Dings ist K.O. 60 Schritte? Vom Köder. Ach so. Ah. Das ist bitter. Ja, aber dafür begegnen mir ein Ibitak? LOL. Welches Level? Welches was? Welches Level? 21. Nice. Sieht echt cool aus bei dir. Ich glaube, wenn er drin bleibt, dann wird das mein Flugsklave. Nee, dann ist die Topoga. Taubos. Ich habe früher immer Taubsi dabei gehabt. Also mein Taubsi haben mich überall hingebracht. Ja, Glückwunsch, du hast Ibitak. Kannst du Habitak jetzt verscherbeln? Ich habe gerade noch nicht meinen Habitak. Noch schlimmer. Nur Poser fliegen mit Dono. Hose, ja. Ich hab schon wieder 11.000 Geld. Nur? Ich hab 14. 22. Nice. Da kannst du ja ein Team machen. Ja, ich hab gerade schon gefragt, wie teuer war das Team jetzt nochmal? 15. 15, oder? Und wo? Unter der Team. Vom Team. Ich habe ein paar Teams. Post? Handelsplatz? Nein. Ja, Tiefschlag ist fehlgeschlagen. Community und Team. 15.000 ist die Gebühr, aber warte, ich gebe dir dann erstmal Geld übrig. Ich gebe dir immer 5.000. Dann muss Kuro dir auch 5.000 schulden. Oh, das ist wild. Na gut. Kann ich Geld überhaupt übergeben? Ja. Okay. Pantimos gibt es anscheinend hier mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit wild, oder? Ja. Ich hab dir mal zu sehen gehabt. Kuro, du schuldest bei dir jetzt 5.000. So, aber wie nennen wir unser Team denn? Keine Ahnung. Irgendwas mit Evoli? Die Evolisten. Die Evolisten, das klingt wie so ein Kult. Ja. Ich glaube mir in meinem Stream, ob das so richtig ist. Moment, ich muss deinen Stream auf einen anderen Bildschirm schieben, weil so kann ich nicht. Evo Listen, genau. Das ist so hätte ich geschrieben. Und was ist unsere Etikette? Unsere Team-Etikette?
Evo. Etikett, EVO. Aber alles groß geschrieben, ne? Ja. Und mit einem Ausrufezeichen. Und mit einer 3 statt ein E. Geht nicht. Keine Buchstaben nehmen. Eva? S statt E. Geht nicht, ich kann nur Buchstaben nehmen. Ich nenne es einfach Evo jetzt. Team Evo, gründen. Ja. Ja. Möchtest du das Team gründen? Okay. Gibt's bestimmt schon. Und jetzt musst du mir noch sagen, wie ich dir Geld gebe. Also das Eintrittsgeld. Team. Einladen. Sind wir überhaupt auf dem gleichen Channel? Ja. Einladen. Kuro konnte nicht gefunden werden. Lasi und Kuro. Einladen. Du bist gerade beschäftigt. Kannst so, jetzt kannst du mich einladen. Der eine wird nicht gefunden, der andere ist beschäftigt. So, wie heißt du? Kurojo? Ich glaube schon. Warte. Wo sehe ich denn das? Bei Community unten, oder? Komm einfach zu uns. Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Recht. Moment. Paddy hat mich annehmen. Gefunden. Paddy hat mich gefunden. Okay. Ich fühle mich jetzt nicht anders. Wie gebe ich dir Geld? Handeln. Handeln? Wir haben jetzt 3 Mitglieder. Bei Community globaler Handelsplatz. So. Handeln annehmen. Geld. Also ich gebe dir... Ja, bitte einfach eine Zahl an und mach es nicht plus. Nein, ich habe gescrollt. Tipp 50. Bitte tipp 5000 mal auf das Plus. Das brauchen wir jetzt. So, und wie gebe ich dir das jetzt? Liste schließen oder? Genau. Und dann unten nochmal auf bestätigen. Okay. Ich tausche 5000 gegen 0. Das ist ein legiter Handel. Ja. Gut. Jetzt bin ich wieder fast pleite. Bank ändern. So. Manager. Ich glaub, und ihr könnt alles. Ich glaube an die Evolution. Wir kaufen die immer im Handel. Evolution. So. Ich trainiere jetzt weiter mein Diktar. So, Glückwunsch, wir sind die Evos. Nice. Die 3 Evos. Und hat uns nur 5000 gekostet jeweils. Im Prinzip ja. 3 Traumautos. Suchen Sie sich eins aus. Sie sind alle gelb. Aber ich nehme das da. Ja. Kaltes, klares Wasser. Hab ich gerade getrunken. Gut. Ich bin dabei. Traumauto wollte Hypnose einsetzen und Traumauto wollte Hypnose einsetzen. Können die auch was aus Hypnose? Ich bezweifle es ein bisschen. Hey, du hast eine Chance von 1 zu 3, hatte 1 zu 4 nicht hypnotisiert zu werden. 1 zu 4? Und einer kann Hypnose und einer kann Pfund. Der andere ist schon tot. Ja, 1 zu 4 war halt 3 können dich angreifen. Okay, Moment, die Chance, dass du hypnotisiert wird. Egal, ich bin schlecht in Mathe. Es bleibt bei 1 zu 4. Die Chance ist 3 zu 12, damit man Hypnose kriegt. Ach ja, Grinden ist schon was Tolles, ne? Absolut, ich liebe es. Jetzt immer diese Mathe-Profis. Jetzt hat der Schaufler blockiert, der Idiot. Also Lasi, ich möchte deinen Vorschlag nochmal befürworten mit dem EP-Verstärker. Ja. Uro, wärst du auch dabei? Nein. Okay. Warum nicht? Ich bin knickrig. Warum der 10er? Für das tolle Spiel. Ich bin knickrig. Ich meine, im Endeffekt bin ich auch knickrig. Köder wurde aufgebraucht. Okay, jetzt kann ich zum Pokémon Center. Weil 3 Zwölftel lässt sich doch kürzen dann, oder? Ich weiß nicht, ob es bei Verhältnissen, bei Chancen... Darf ich dich muten? Sagst du mir Bescheid, wenn du fertig bist mit Mathe?
Ich bin im mathematischen Zweig gewesen auf der Realschule. Ich will das nicht. Das ist doch schön, was du überlegen musst. Das ist doch schön, was du jetzt noch überlegen musst. Ich habe keine Chancenlehre gehabt. Das gab es damals noch nicht. Ich bin alt, lass mich. Ich bin wegen Mathe auf der Berufsschule sitzen geblieben. Oh. Ja. Da kann auf der Berufsschule sitzen bleiben? Ja, da konntest du auch ein Jahr lang neu machen. Ja, haben bei uns auch ein paar Lehrlinge geschafft. Okay. Bei mir waren es also Mathe und Wirtschafts- und Geschäftsprozesse. Ich weiß nicht bei Verhältnissen, aber denke, man kann es kürzen. Ich glaube, man kann es nicht addieren. Da musst du dann neu berechnen, ne? Wenn quasi eine andere Chance dazu kommt. Es ist ja eher, als würden drei Traumautos jeweils einen W4 würfeln. Du hast halt dreimal. Also 3 zu 12. Du hast eine. Ja, du hast eine dreimal die Chance von 1 zu 4, dass es Hypnose wird. Also 1 zu 12. Nee, 3 zu 12. Mach ich doch. Ja, nicht ganz, oder? Ich glaube, das ist wieder anders berechnet. Weil wenn dreimal ein Würfel gewürfelt werden muss, ist ja anders, als wenn ich würfle. Ja, ein Viertel hoch 3 sind doch 3 Zwölftel. Lasi, wir sind fertig mit Mathe. Nee, das sind 3/4. Also ein Viertel hoch 3. Oh, endlich kein Mathe mehr. Thema einfach. Ja. Ein Viertel mal 4 mal 4. Themenwechsel. Es wären also 4/4 mal 4 wären 16/4. Das bedeutet? Hashtag Themenwechsel. Red ruhig weiter, irgendwann merkt er gar nicht mehr, ob ich dem überhaupt noch zuhöre. Hast du zugehört? Nein, aber irgendwann hätte ich ihn einfach gemutet. Lass mich, ich mag halt Mathe. Mein liebstes Fach war Englisch, mein zweitliebstes Mathe. Ich habe Deutsch gehasst. Wisst ihr, was das Traurige ist? Unsere Englischlehrerin auf der Berufsschule. Stichpunkt IT. Hat dann einen Test mit uns geschrieben, wo wir die englischen Begriffe aufschreiben sollen, die zu IT gehören. Da steht Desktop, Monitor. Aber als wir Product Key und sowas reingeschrieben haben, war das ein Fehler. Hä? Weil die das nicht kannte. Ach. Die war kurz vor der Rente. Ja, kein Produktschlüssel, was soll denn das sein? Kenn ich nicht. Übrigens, ich habe einen Georock. Den musst du noch tauschen. Was bringt mehr, Georock oder Georotz? Gute Frage. Ich lese das jetzt mal nicht vor, Blechi, weil sonst hört mir quasi nicht mehr zu. Ja, da war irgendwas Mathe-Technik. Man kann sich streiten, ob das zu IT gehört, wenn man pingelig ist. Ich meine, unser Hauptgebiet war Fachinformatiker. Also. Ich meine, es wäre auch Lizenzierung. Lizenzierung oder BWL. Aber wir haben das danach noch mit der so ausgehandelt, dass es zählt, dass wir alle die Punkte dafür bekommen haben. Weil es war nicht nur einer, der das geschrieben hat, sondern einige. Oder Einkauf. Abrechnung. Vertrieb. Ja gut, das zählt aber alles in Deutsch. BWL, ne? Vertrieb ist doch Deutsch und hier. Nee, ich glaube eher BWL oder weil Betriebswirtschaft, also Vertriebswirtschaft, ne? Würde ich jetzt mal behaupten, das würde alles unter, ja, wie führst du deinen Betrieb? Also Einkauf und Vertrieb ist ja irgendwie, es gehört irgendwie zusammen. Darf ich jetzt endlich mal Schlitzer einsetzen, du blödes Taubsi? Also wenn ich dieser Fans glauben darf, dann ist es egal, ob ich den Georock oder den Geowatz habe, weil beide lernen die Attacken gleichzeitig. Auf gleichem Level. Okay, willst du tauschen? Ob
Obwohl, Moment. Ist es dann nur von den Werten her anders, oder? Ah, nee, wir haben ja die Gen 5 gesagt, ne? Oder was haben wir jetzt bis, hier? Bis Gen 5. Ja, okay, das ist... Also die Regeln von Gen 5 greifen hier, oder wie? Ja. Okay. Was ja auch dieses 3D-Kampfsystem hier von Gen 5. Aber Product Key zu IT ist ein bisschen, als würde man sagen, Elektrizität gehört zu IT. Aber das kann nicht sein, dass wir Gen 5 haben, die Attacken. Nicht. Ich meine, du kannst schon die Attacke Nitro-Ladung hier kaufen. Nitro-Ladung kam doch, glaube ich, erst in Gen 5 hinzu. Ich könnte es nicht sagen. Ja, aber ich habe meinen Kleinstein Steinhagel beigebracht, das kann das nicht. Laut Gen 5 kann er das nicht erlernen durch TM? Nein. Okay. Wieso TM? Durch Level habe ich denn das gegeben? So. Wenn man pingelig ist. Aber uff, I don't know, warum man die Frage stellt. Die Lehre. Also, das heißt auf, wir entwickeln jetzt. Ja. Mach eine Kugel draus. So. Lasi, darf ich dich dafür misshandeln? Ja. Brauchen? Moment. Ich bin gerade in einem Gruppenkampf gegen Traumatus. So, ach, jetzt. Du auch? Jetzt, ja. Was? Ja, du musst weg, weil ich krieg Kuro nur. Wie oft kam jetzt Hypnose bei dir? Gar nicht, ich bin geflüchtet. Ach so, du bist schneller gewesen. Gut. Nein, noch nicht bestätigen. Ich kann noch nicht ab. Wollte dir nämlich gerade meinen Schillock geben, klick dann direkt schon auf Tausch bestätigen. Sie. Das wäre echt mal eine geile Textaufgabe gewesen, ja. Wieso willst du mal Schillock geben? Warte. Lass mal tauschen. Was? Ich hatte keinen Platz im Team für diesen Tausch. So. Kieselchen. Oh, jetzt krieg ich einen Duflor. Ja. Der Tiefschlag ist fehlgeschlagen. Wer hätte es gedacht? Item? Oh, Georock sieht eigentlich ganz schlecht aus. Gar nicht schlecht aus. Oh, sieht das schlecht aus. Oh, das entwickelt sich. Ui. Ui, ui, ui. Mit Georocks Messer. Georock sieht richtig gut aus. Bald ich jetzt. Oh, tschüss. Ich hab dein, weißt du, ne? Ich brauche es wieder. Ob ich das den Rock von Dix aber nicht schlecht fand. Dankeschön. Oh, bitteschön. Ich habe das Traumauto untergraben. Welches Level hatte Bob? 25? Batman Logo. Ja. 25. Ein bisschen, ne? Alberta. Moment. Oh, Kuro macht sich jetzt ein Batman-Logo. Ja, Moment, falsch. Ich will dich auch noch einen Dick da und einen Sander zu trainieren. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Falsch, oder? Sandern Sinn? Boden? Nicht ganz Kuro, aber es kommt nah dran. Genau, Zuba, das trifft's eher. Okay, interessant. Seit ich das Geowatz habe, greift es früher an als die Gegner. Hä? Was bad? Käfer. Ladybar. Hört es nur knuspern. Intensität. Los, gib es ihm. Kampfalte. Wie lange wollt ihr eigentlich machen heute? Ich würde bis halb machen. Also noch 10 Minuten. Ja. Dann kann ich blicken, um mich anzugucken. Und Paddy, du wirst wahrscheinlich gleich schlafen gehen, oder? Ich weiß nicht, etwa gehe ich noch bei Blacky kurz rein oder bei Chi oder gehe schlafen.
Ich gehe auf jeden Fall ins Bett. Lustigerweise, obwohl ich gestern nach unserem Stream noch länger Zeit hätte, was zu zocken. Ich bin doch kurz nach dem Stream ins Bett gegangen und habe dann doch bis von 10 bis 11 Uhr geschlafen. Ja, das war gut, ne? Das kann mal sein. Muss man das mal haben. Hätte ich auch ganz gerne. Dort, wo euch Urlaub nehmen soll. Ich hab keinen Urlaub mehr übrig. Ich hab schon alles geplant. Viele von uns in der Arbeit haben sich tatsächlich Urlaub genommen. Aber du hast doch jetzt irgendwann die Tage Urlaub, dann kannst du wieder lange schlafen. Ende März. War das. Aber erst Ende März, also noch knapp einen Monat hin. Ich werde wahrscheinlich März oder April irgendwann mal eine Woche freinehmen müssen, wegen so, weil ich da einbauen helfen muss. Wegen was? Wegen unserer Heizung. Heizung? Mhm, weil wir kriegen Zong eine Heizung. Ich habe Zong verstanden. Genau, wegen dem Zong. Wir bauen einen neuen Zong ein. Jetzt traue ich alles zu. Ja. Ich probiere noch einmal mein Glück bei Bob. Unser alter Zong ist leider kaputt gegangen und jetzt brauchen wir halt einen neuen. Ich glaube, ich versuche es auch nochmal. Bob, kurz. Letzter Try. Weil mit Geowatz scheint es besser zu laufen. Nice. So, jetzt setze ich Myrapla als erstes und dann setzt er bestimmt nicht Voltoball ein. Warum nur? Mein Dick da ist tot. No. Also wenn der gleich Voltoball hat, dann tausche ich mal ganz schnell mit meinem Radfratz aus. Ich hätte eigentlich Nidoking reinwerfen müssen. Ah. No. Stimmt, du hast ja auch Nidoking entwickelt, ne? Ja. Ich bin aber schwanken, ob ich mir jetzt Nidoqueen holen soll oder nicht. Wie du möchtest. Du kannst auch einen Knuddelduft machen. Muss er noch ein Pizzi haben eigentlich, ne? Stimmt. Also wird's schwierig. Ich brauch ganz viele Mondstein und so. Das Anti-Gengar. Anti-Gengar? Achso, das Pixie. Pixie ist das Anti-Gengar. Voltoball. Hat er bei dir mit angefangen, bei mir mit Magnetilo. Alles klar, Blechi. Dann bis... Finale. Alter, verdammt. Und viel Spaß. Dankeschön. Und Blacky wünscht uns viel Spaß. Dankeschön, gleichfalls. Ja. Sein Magnetilo hat einfach gerade meinen Fukano fertig gemacht. Wie lange haben wir jetzt eigentlich gemacht? 2 Stunden, ne? Ein bisschen mehr als 2 Stunden. Ja, ein bisschen mehr. 2,5. So produktiv war ich jetzt nicht gerade, ne? Ah, gut, deswegen du hast Scary geschafft. Mit dem EP-Dings, ne? Also EP-Verstärker, dann bist du wieder produktiver. Ja, aber nö. Ich bin knickrig. 10 Euro. Knickrig. Ich meine, im Endeffekt, ich muss auch zugeben, ich würde es gerne haben, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich 10 Euro für etwas ausgeben möchte, das es eigentlich standardmäßig in den Spielen geben sollte. Ja. Wir sind auf Feuerrot, da gab es sowas noch nicht, standardmäßig. Das stimmt. Aber im Endeffekt beschaffen wir uns damit auch wieder Vorteile. Ja, unfair. Oder geben wir nur das ganze Grinden? Unfaire Vorteile. Was ist daran unfair? Es gibt nur das Grinden. Ja, es ist unfair gegenüber allen, die geizig sind. Also gegenüber dir. Ja. Kann ich sein Raichu vergiften? Meinte, ich krieg's hin. Mit Toxin? Hoffe. Aber nicht, wenn der Schockwelle einsetzt gegen mein Smetbo. Dann krieg ich's nicht vergiftet. Voltoball und Raichu besiegt. Ach so, sein Raichu ist Level 27. Ja. Oh. Muss man Bob jetzt schon besiegen oder kann man auch woanders hin? Ich glaube, du musst ihn besiegen. Obwohl, theoretisch können wir schon nach Lavandia gehen. Ja, ich glaube, ich renne jetzt nach Lavandia. Also, die Höhle kommen ja durch. Genau. Durch welche Höhle?
Durch die Höhle rechts oben. Am Kraftwerk. Neben Azuria. Was? Wo seid ihr denn? Du, ich stand von Misty. Ich dass wir dahin gehen, statt Hop zu machen. Also, dass wir quasi Bob skippen an der Stelle. Erstmal. Ja, können wir auch machen. Weil ich finde. Bob ist erstmal zu stark. Mich hat jetzt dieser komische Mechaniker angegriffen. Unvorhergesehenerweise. Gut, dass er Magnetilo einsetzt. Also, ich laufe euch gerne nach. Also, wenn ich Bob skippen darf. Also ich versuche gerade, ich bin beim letzten von ihnen. Beim letzten schon? Achso. Ja, bei Elekid. Ich bin gerade gegen seinen Raichu und der macht mich fertig. Die macht mich fertig. Also bei Raichu hat mir mein Duflo gut geholfen mit Megasauger. Nice. Das war richtig effektiv. Ja, meine killt er die ganze Zeit. Jetzt setzt er. Nee! Jetzt hat er bei seinem Raichu Supertrank eingesetzt. Also, mein Bob ist tot. Jo. Lol. Glückwunsch. Welches Level ist dein Duplo nochmal? 27. Ja gut, so weit bin ich noch lange nicht. So, ich kann mal kurz durchgehen. Mein Duplo ist jetzt 28. Mein Geowatz 25. Mal, ich geh mal ganz kurz wieder hin. 25. Mit D3 habe ich das Ding jetzt weggerockt. Und der haut mein komplettes Team hier auseinander. Penny ist gerade rausgelaufen. Ja. Hallo. Hallo, Kuro. Hey, Moment, ich muss zuerst schneiden. Penny, also. Penny, wahrscheinlich machen wir jetzt Feierabend. Aber wie ist der Plan für nächste Woche? Ich renne jetzt nach oben nach Azuria. Penny, wo bist du? Ich bin Penny? Hier beim Pokécenter da. Ach da, hallo. Ey, es ist Shiny Ponyta gewesen. Oh, okay, also Lasi möchte quasi skippen. Ich skippe okay. Erstmal. Vielleicht kann ich hier oben sogar besser trainieren. Können wir machen. Also ich bin, was ihr macht. Ich bin, was ihr macht. Brauche ich Kleinstein noch? Eigentlich nicht mehr, ne? Fili, wo bist du? Komm, um die Bank. Ich gehe gerade zur Bank. Achso. Bank. Und ich habe gerade einen Trainer. Ich meinte, das dauert noch einen Moment. Bank? Ist für eine Bank? PC. Achso, PC-Bank. Ein Bank-PC. Deswegen sehe ich dich noch nicht, weil da so viele Leute stehen. Ja. Also. Also, dann lass uns skippen. Also, ja. Ihr könnt. Halt, so, ne? Solange ich noch nicht das Level dafür habe, skippe ich den erstmal. Ach, ich skippe die Toilette mit dem. Skippe die Bip-Bap-Bap-Bap. Hey, wo bist du? Nicht den Scatman. I'm a scat, man. Natara. Skibidi-bip-bap-bap-bap. Wie ist das eigentlich? Das heißt ja, nach dem vierten Orden kann man ja die Global Trade Station und so alles benutzen. Aber wenn wir jetzt den dritten überspringen und den vierten machen. Das habe ich für auch schon überlegt, ob das auch zählt, weil eigentlich müsste es ja, ne? Wie bist du? Ich bin oben. Da, wo du bist, rechts. Also, an der Züge ist die vorbei, eigentlich. So, Moment. Geh halt dann durch die Stadt, hallo? Okay. Ach nee, noch ein Trainer. Die haben ihr Haus immer noch nicht repariert. Nee. Und dann rechts, wenn du runter gehst, rechts. Da stehen wir beide gerade. Rechts, wenn ich runtergehe. Obwohl die Gegner... Da. Also die Gegner benutzen... Da, rechts. Warum bin ich jetzt wieder zurückgesetzt worden? Mein Zerschneider muss ich wieder einsetzen. Gemein. So, hallo. Immerhin, die Gegner benutzen Pokémon bis Level 20. Schon mal 6 Level über den unten. Okay, also, Eddie kämpft gerade gegen diese nette Pfanne. Quasi auch.
Okay, ich auch. Lasen nicht mehr, der ist schon ein weiter. Stimmt. Ingeborg! Hallo, Ingeborg! Oh, Sonnenkern. Die Ingeborg. Ach, Sonnenkern. Die arme Ingeborg. Ist so ein Kernkampfkraftwerk. So ein Kernkraftwerk. Mhm. Das hat mich one-shotted. Echt jetzt? What? Dickter hat es one-shotted. Das Sonnenkern hat mein Dickter one-shotted. Welche Attacke hat das eingesetzt? Ich hab nicht aufgepasst, was es eingesetzt hat, aber es hat mich one-shotted. Jetzt brauchst du einen Sonnenkern. Ja. Oh fuck. Das Ding ist Level 18, hallo? Ja und? Mein Dickter ist 4 Level höher gewesen. Ja und? Mein Tauboga ist Level 20. Säure. Setzt Säure ein. Und Mirapla hat's zurückgerufen. Mirapla hat Ingeborg zurückgerufen. Los, zurück. Aber Ingeborg. Zurück mit dir in den Ball, Ingeborg. Komm, dreh dich um, Trainer. Dreh dich um. Ach, Mann. Ja, in diesem Moment, wenn er sich gerade umdreht, du fährst los und dann dreht er sich doch nochmal einen Moment. Ach. Feuer Odem erlernen? Das wäre mir neu. Das Onyx bei mir hat gerade Feuer Odem eingesetzt. Das ergab jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Ich habe jetzt gerade ein Pokémon gelegt von Ingeborg. Sie setzt Mirapla ein. Dann ruft sie Mirapla wieder zurück, um Knofensa rauszurufen. Sie hat einfach random geworfen. Aber echt. Das ist doch. Also, hä? Das 21er Glumanda hat gerade mein Fukano gekillt. Was? Was ist los mit den Gegnern hier? Wie cute sieht der Glumanda bitte aus? Mega cute von vorne. Ich wünschte, man könnte echt noch ranzoomen oder die Sprites größer machen. Ja, ich. Die Sprites größer würde ich reißen. Wohl, man könnte ja. Ja, man könnte ja mal. Es gibt einen Mod, der lässt Shiny-Pokémon größer machen. Wenn man den selber noch ein bisschen modifiziert, um alle Pokémon ein bisschen größer zu machen. Das Fukano hat mein Dick da gewonnen-hittet. Hä? Was ist denn los mit euch? Was ist los mit den Gegnern? Was ist los mit Ingeborg? Doppelkick. Nee, ey. Wanderer Jens. Och, noch ein Trainer. Nee, ich glaube, das war es jetzt für mich. Jetzt ist ja Glumanda. Oh, wie cute. Obwohl, ich muss den Trainer besiegen, damit ich oben zurückkomme. Ja. Ja, soll ich den jetzt noch machen? Blacky hat momentan Probleme mit den Tränen. Mit den Imitator-Tränen? Mit den Imitator-Tränen hat Blacky anscheinend momentan Probleme. Der wird gerade von einer riesen Kugel verfolgt. Okay. Und jetzt ist er irgendwo runtergesprungen. Okay. Und Johannes. Nee. Ellie, du wieder. Da musst du die Dorino herhalten. So. Oh, Bibo ist aber auch nicht schlecht. Oh, also scheinbar soll es in den Dings möglich sein, in den Einstellungen, die Sprites größer zu machen. Okay. Oh, genau. Weiß ich nicht. Hier steht, you can change it in settings. Der andere schreibt unter, how? Keine Antwort. You don't need a mod. You can change it in settings. There should be a slider dropdown for the ally in the enemy sprite sizes. Hä? Mal nachgucken sofort. Enemy sprite sizes. Ich hab Fukano jetzt eingeschläfert. Tschüss, Fukano. Auf Nimmer Wiedersehen. Kannst Fenster größer vergrößern, das weißt du, ne? Sehe ich gerade. Fenster vergrößern? Das Kampffenster? Also, Kampffenster vergrößert. Während du im Kampf bist? Nee, nur draußen. Ah, doch, du kannst sogar auch hier währenddessen die Einstellung. Ja, kommst rein, aber wird übernommen.
kommst rein, aber kommst nicht mehr raus. Nicht die GBA-Zoom-Stufe. Render-Limit für Spielerkantenglättung. Ach so, aber die Sprites, die habe ich schon auf mal 4 stehen. Front Sprite also, und Rück Sprite. Fenstergröße vergrößern bringt gar nicht. Ach, hat er nicht mal übernommen. Moment, einige Einstellungen werden erst nach dem Neustart aktiv. Momento. Wo hast du das mit dem gesehen? Auf Video und dann runter und dann steht da Front Sprite und Back Sprite. Ah. Ah, und Kampffenstergröße kannst du nur auf 100 setzen, was Default ist. Schade. Kampffenstergröße kann man doch ändern? Ja, aber nur auf 100, also nur zwischen 1 und 100. Ach so. Hm. 100 ist schon das Default. Vulcano hat Camper Gris zurückgerufen. Die Bibo sieht cool aus, finde ich. Drachenvögel Texo. Ja, nee, ist klar. Ja. Nicht. Nicht gut. Ich weiß gerade, was ich dafür jetzt so wegmache. Das Schöne ist, ich muss jetzt ein Glumanda mit Egelsamen besiegen, weil ich keine AP mehr für meine Samenbomben habe. Das. Und das Tolle ist, ich habe es jetzt eingeschläfert, ich kann es also auch nicht vergiften. Was ist? Ich muss noch was ausprobieren. MMO schließen. Komme ich dann irgendwie auf die Config-Datei? Meinst du es besser? Wenn der das im Spiel immer wieder umstellt auf 4 oder was weiß ich, wenn du in der Config-Datei ist, aber hart reincodest, vielleicht klappt das ja. Einmal schön richtig hart reincoden. Genau. Nein, Kuro. Richtig reingecodet. Nein. Main Properties? Height Guy, ach du, uiuiui, ist das viel. Grafikhöhe, ah, Moment, das sieht doch schon nach ein bisschen was aus. Stirb, Glumanda! MSAA, V-Sync, Falls. Anmut. Dieser Knoss brennt. Aber der Glumanda ist tot. Yep. Immerhin etwas. Und Vulcano dürfte auch gleich sterben, weil ich habe gerade gelesen, Vulcanos Angriff stinkt. Das auch, ja. Mobile Scale. Also möchte ich nicht verneinen. Flammenrad. Ich glaube, dieser Klaus hat recht tot. Und Vulcano ist jetzt auch tot. Keiner bekommt EP. Wie beschissen. Das ist jetzt blöd. Ah, Sprites Render Scale Back. So, mach ich mal auf 8. Hab ich gefunden. Wo seid ihr denn? Scale Front. Ins Pokémon Center zurück. Nein, da oben ist ein Trainer gewesen. Deswegen ist Lassie jetzt dahin gegangen, weil er wollte auch zurück. Mhm. Bibor. Die hat nur einen Snubbull. Toll, ja, die Fensteraufnahme lässt. Ah, jetzt da. Der MMO, Login. Drück die Daumen, das klappt. Ich drücke. Ich drücke auch. Ich drücke das Bibor sehr fest. Ah, nee, ich konnte die Sprite-Größe nicht festlegen. Ach, Mann. Anton! Anton, my man! Meh. Ah, das schade. Also mit dem Mod, den wir haben. Das kann sein. Dann sollte es theoretisch. Obwohl der hier unten bei Rücksprite, Renderskala und Frontsprite zeigt er das beides auf 8 an.
Das hat er auf jeden Fall übernommen. Oh, Moment. Alt F4. Ach, jetzt habe ich Alt F4. Okay. Das heißt, man kann doch das Battle-Skala höher stellen. Falls du das überschneiden. Ich schieb ins Pokédamo zurecht. Graphics Battle Size. So, mach ich mal auf 150. Okay, speichern. So, auf zu. Die Frage ist, ob sie das nicht abgefangen haben, dass du nicht höher als ein bestimmtes Wert gehen kannst, ne? Das kann natürlich sein. Also, wenn sie kluge das wären, hätten sie das gemacht. So, ich mache kurz die Mods dann bei mir aus. Mod-Verwaltung aus. Ich bin bei Schwester Joy und heile. Das Spiel muss neu gestartet werden. Es tut mir leid für alle, die das machen, ja, auf YouTube sehen und sich das antun müssen. Aber hier passiert eh nichts Interessantes mehr. Also. Da lernen sie ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Genau. Können auch Coden lernen. Ja. Fenster ist nicht größer, nee. Ja, da haben sie einfach also Max-Wert gesetzt. Genau. Obwohl er es in den Einstellungen sagt, er sogar. Front Sprite und Rücksprite ist auf 100. Und Oberfläche, Kampffenstergröße auf 150. Ah, aber so live kannst du umschalten alles. Ich glaube, das ist jetzt mein letzter Pokémon. Ja, geht dann unter 100, ne? Ein Blutzack. Ja, finde ich schade. Sehr schade. Ich fände besser, wenn 100 der komplette Bereich wäre. Schneckmark. Ja. Ist klar. Wie bei dem Android-Overlay. Und ich habe gekillt mit Säure. Säure? Eins finde ich ja bei dem Moimon schade. Dass sie nicht animiert sind. Wie die normalen Pokémon. Ja, Pokemon. Das wär cool. Jetzt gucke ich bei dir gerade rein und wundere mich direkt, warum sieht das so komisch aus. Ja, das sind wieder normale Pokémon. Muss ja, den Mod fürs nächste Mal wieder anmachen. Ja. Aber Shilloks Arm sieht im Kampf irgendwie nicht gesund aus. Es hängt ihm hinterm Kopf. Sollen wir aufhören? Ja, ich wollte jetzt den Kampf zu Ende machen und dann zurück. Dito. Dito? Wo? Liegt da. Du hast Dito gesagt. Nee, liegt da, ist Dito. Gehe ich schon mal aus Poké-MMO wieder raus und ändere mal die Werte wieder zurück auf normal. Was ist denn eigentlich, wenn man während dem Kampf Pokémon-MMO schließt? Dann kannst du, wenn das Spiel wieder startest, kommst dann in den Kampf rein, wo du aufgehört hast. Ach, okay. Mit geschwächten Pokémon wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also, man nimmt den Schaden mit, den man bis dahin bekommen hat, und die Gegner sind wieder voll hier, oder? Nee, der Kampf läuft von da aus weiter, wie du aufgehört hast. Ach so. Ah, cool. Das ist ja gut. Das ist... Ich hätte jetzt eigentlich eher so gedacht, ja, deine Pokémon behalten den Schaden, aber dann geht. So ist es bei Elden Ring. Wenn du quasi im Bosskampf Connection verlierst zum Internet, fliegst du raus, dann kannst du offline wieder reingehen. Dein Gegner hat das volle Leben und du behältst den Schaden, den du bis dahin genommen hast. Ja, das ist wow. Nicht so. Okay. Da ich jetzt wieder in den Gegner gelaufen bin, will ich kämpfen. Ich jetzt auch. Kämpf um dein Leben. Kämpf um dein Leben. Nein. Ich raide jetzt Blacky. Ich werde G. Ich raide Blacky. Nicht G. Wie schreibt man Blacky jetzt genau? Okay, ich kann G nicht raiden. Weil so und so viele Leute. Leute. Dann Blacky, ne? Dann auch. Würde ich sagen. Dann gehe ich mal in meine Inkau. Bin ich in Tippi noch drin? Na, natürlich bin ich schon rausgekommen.
Ich habe aber keine es gab eh keine Dinger heute. Ja. Dann gehe ich einfach so in die Endcard. Genau. Wir machen jetzt Feierabend. Genau. Also tschüss an alle. Bis die Tage. Danke, ja, tschüss. Dankeschön. Wir sehen uns. Tschüss und viel Spaß beim Plagieren.